So, los geht's mit Final Fantasy VII Remake. Hallo und willkommen zusammen. Wir machen wieder genau da weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen und jetzt nicht live dabei sind, das ist wieder eine Live-Aufnahme, quasi ein Live-Let's Play, ein Stream, eine Stream-Aufzeichnung. Nur, dass ihr nicht verwirrt seid. Das heißt, dass die Folge wahrscheinlich auch ziemlich lang wird, wahrscheinlich an die 3 Stunden wieder, aber das seht ihr ja eh unten im Timecode, ne? Und ja, los geht's. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ich muss kurz auf meinen Kopfhörern ein bisschen leiser machen. Weil das ist gerade sehr laut. Okay. Ach ja, genau. Wir waren dabei, noch Nebenquests zu erledigen, bevor wir quasi in der Hauptstory fortführen. Das Spiel hat uns gewarnt, so von wegen, hey, wenn du noch Nebenquests machen willst, mach die jetzt oder nie wieder. Reden wir mal mit den Personen, die hier so rumsitzen und stehen. So viele junge Menschen. Ich hasse junge Menschen. Oder wie? Ich will alleine sein. Ihr seid aber Quest-NPCs. Questgeber. Ich kann euch nicht in Ruhe lassen. Irgendwas ist mit euch. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Ah, okay, wartet mal. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, dass wir hier gespeichert haben. Wirklich? Ich hoffe, ich habe das richtige Savegame geladen. Ich bin gerade wirklich ernsthaft verwirrt, dass hier die NPCs rumstanden und so. Das wüsste ich gar nicht mehr. Gehen wir schnell auf Laden, aber ich denke, es wird schon passen, ne? Manuel. Müsste schon... Stimmen. Spielzeit, genau. Ich lade das nochmal. Vorsichtshalber. Das kommt mir nämlich gerade sehr komisch vor, dass da 3 NPCs am Boden sitzen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, die irgendwie nicht angesprochen werden wollen, die aber anscheinend irgendwas mit der Hauptquest zu tun haben. Ich wüsste, oder mit einer Nebenquest. Wir waren doch gerade noch irgendwie in den... Wir waren doch gerade noch Chocobos retten. An das kann ich mich erinnern. Wir haben Chocobos gerettet. Und jetzt plötzlich kenne ich mich nicht mehr aus. Seltsam. Wenigstens sind alle Chocobos in Sicherheit. Also ich hoffe. Ich bin gerade so verwirrt. Hilfe. Wir werden es gleich sehen. Wenn jetzt wieder die gleiche Stelle lädt, dann machen wir einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Oft muss ich nur ein bisschen weiterspielen und dann bin ich schon wieder drin. Jetzt müssen wir echt mal kurz zu unseren Aufträgen gucken. Also... Ah, genau, die Musik. Ach so. Ja, jetzt erinnere ich mich. Die gehören zu der Musikquest, wo wir aus all den Millionen Songs, die wir haben, die richtige Musik spielen sollen, um die Leute aufzumuntern. Aber ich habe schon unsere fröhlichsten Sachen gespielt und nichts scheint die Leute irgendwie hier zu begeistern. Ich weiß wirklich nicht, was die hören wollen. Ich habe mir gedacht, den Blues, den haben wir... Ja. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Das habe ich mir gedacht. Ne, wenn es schon Blues sind heißt, immer ne? Noch alle ganz traurig. Habe ich mir gedacht, dass der Midgar Blues nicht unbedingt der fröhlichste Song ist. Aber will die Quest jetzt wirklich von mir, dass ich alle Lieder, die wir haben, durchgehe, damit ich mir dann immer wieder von dem Kind anhören kann, dass das nicht das richtige Lied ist? Dieses Lied ist nicht das Richtige. Das ist ja eine gut designte Quest. Die Leute nicht auf. Es sind immer noch alle total. Total clever, wie die das gemacht haben. Total spannend, wie man immer wieder nicht weiß, ob es die richtige Musik ist. Die Musik hat... Es sind immer noch alle ganz... Ich muss mal gucken, ob wir da irgendwo Hinweise oder so finden können, was das richtige Lied ist. Weil das ist ein bisschen doof sonst. Also, die Kraft der Musik. Musik hat schon seit jeher dabei geholfen, Menschen in schwierigen Zeiten aufzumuntern. Deshalb möchte Betty, dass Cloud auf dem Wallmarkt nach Schallplatten sucht. Wir sollen hier jetzt nach Schallplatten suchen. Wahrscheinlich neue Schallplatten, die wir noch gar nicht haben. Okay, dann machen wir das. Aber ich würde eher sagen, das machen wir so ein bisschen nebenbei, oder? Oder wird uns da was auf der Map angezeigt? Hier ist die Schallplattenquest an sich.
ihr oben irgendwo? Sehr weit oben? Seht ihr diesen kleinen grünen Pfeil? Der zeigt doch da irgendwo nach Norden. Oder? Aber wohin zeigt denn der bitte? Aus dieser Map raus. Ach, der zeigt, glaube ich, in ein anderes Stockwerk, in einen anderen Bezirk. Aha, was haben wir hier? Was ist das da? Die Jagd nach dem Corneus Kronjuwel. Das war die mit dem Dieb, ne? Mit dem Robin Hood Dieb. Komisch. Und das Blaue ist wahrscheinlich unsere Hauptquest, ne? Die wollen wir noch nicht machen. Die Kraft der Musik. Ja, ich weiß nicht. Dann machen wir jetzt mal die andere hier. Die in den Slums von Sektor 5. Und schauen mal, ob wir irgendwie... Nee, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. überprüfen. Auf dem Wallmarkt sollen wir suchen. Also sollen wir den Sektor nicht verlassen. Dann schauen wir uns hier jetzt mal auf dem Wallmarkt um. Vielleicht ist ja hier eine drin. Ein Schnelltrank. Ich weiß nicht, wir können den Schnelltrank mal in die Jukebox schütten. Dann hat sich das mit der Quest wahrscheinlich auch gleich erledigt. Ihr gebt mir auch keine Tipps, warum oder? Hat der Tod nicht mich genommen? Nee, eher nicht. Aber wartet mal. Hier höre ich Musik. Aha. Oder? Hier irgendwo. Mann, ist es hier dunkel. Der sieht echt lustig aus, finde ich. Du hast Musik für uns, stimmt's? Hi, Metatron. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Der Controller wird leer. Willst du auch entspannen? Wo kriege ich denn jetzt ein Ladekabel her? Warte mal kurz. So, jetzt müsste es passen. Ich hätte gehofft, der Controller hält noch lang genug, aber gut. Hin und wieder muss man auch die Beine hochlegen und einfach nur Musik hören. Hat uns jetzt Musik gegeben? Haben wir die jetzt von ihm bekommen? Ich war gerade abgelenkt wegen meiner Kabelsuche. Willkommen. Eine Pause gefällig? Nein, ich würde gern nicht übernachten. Danke. Ich glaube, wir haben die jetzt, ne? Die wird uns nämlich oben nicht mehr mit einem Fragezeichen angezeigt. Jetzt gehe ich mal zurück und spiele das mal. Das klingt jetzt für mich auch nicht nach der super aufheiterndsten Musik, würde ich mal vermuten, aber vielleicht mögen es die ja. Wisst ihr, was echt cool wäre, wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, wie die heißt? Ach, guck, die hat sogar ein Quest-Symbol. Na dann, good night until tomorrow. Darf ich etwas hierbleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar! Ich finde es immer noch irritierend, dass dieses vierjährige Kind die Stimme von einer 30-jährigen Frau hat. Aber vielleicht ist das einfach so in der Welt von Final Fantasy VII, wer weiß. Ich finde es auch komisch, dass dieses vierjährige Kind immer allein rumläuft und ihr Musik sammelt. Vielleicht ist sie auch schon sechs oder so, man weiß es nicht. Dennoch, wo sind bitte ihre Eltern? Ich finde das nicht in Ordnung. So, hier endet der Wallmarkt. Oder Moment mal, hast du etwa Musik? Oder eine andere Quest? Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch.
Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment. Oh nein. Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Rache der Schergen. Das war eine andere Quest. Ich würde jetzt echt gerne die Musik noch finden. Ich schätze mal, hier verlassen wir nämlich Sektor 5 dann schon, oder? Nicht Sektor 5, den Wallmarkt. Vielleicht ist die aus dem Waisenhaus, aber ich glaube nicht, weil die ist doch ursprünglich aus Sektor 7, da wo das Spiel losgeht. Und in Sektor 7 ist ja das Waisenhaus gar nicht. Die lebt doch da irgendwie mit ihren Katzen auf dem Spielplatz oder so, das Mädchen. Geh mal rein, auch wenn man von außen keine Musik hört. Aber ich will wissen, was ist denn hier eigentlich? Waren wir schon mal? Bist du ein Wahrsager? Du willst jetzt Materia kaufen? Materia-Händler? Ich glaube, eigentlich will ich keine Materie kaufen, nee. Nö, danke. Aber ich hätte auch gern so einen Laden. Ich finde es sympathisch, dass der da so chillt auf seinem kleinen Kissen neben seiner alten Registrierkasse. Hier würde ich gern einkaufen. Hier fühlt man sich wohl. Aber leider hat er keine Musik im Angebot. Jetzt gehe ich da auch schnell rein, damit wir wirklich alles abgesucht haben. Auch wenn ich glaube, hier ist nichts. Ach, ich kann hier gar nicht rein. Okay, Problem gelöst. Ich muss nur rechts, links oben auf dem Bildschirmrand gucken. Die andere Musik hat man schon von relativ weit weg oben eingeblendet gesehen, dass ich in der Nähe bin. Aber hier ist alles so verwirrend, finde ich. Warum hat denn der Wallmarkt so viele Ebenen und so viele Schichten? Kann denn nicht einfach ein gerader Gang sein und fertig? So wie hier. Okay, und hier endet der Wallmarkt auch, ne? Hier müssen wir im Grunde auch nicht weitersuchen. Dann renne ich mal nochmal die Hauptstraße hoch Richtung Palast von Dings die Bumsti, würde ich sagen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Immer da dran, danke fürs Abo verschenken. Massen-Abo-Verschenkung. Cool, dankeschön. Super nett von dir. Hä, da können wir reingehen? Wo kommen wir denn da hin? Aha, da läuft sogar Musik, aber keine Quest-related Musik. Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo auf. Ah, hier war der Kniebeugen-Dojo. Ah, und hier sind wir richtig. Im Kniebeugen-Dojo gibt's Musik für uns. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on! Wer was? Giftpilz hat vorher im Chat noch geschrieben, dass Metal immer gut ist bei schlechter Laune. Und offensichtlich hat er recht. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Okay, cool. Fight on haben wir auch. Das kann ich eher verstehen, ehrlich gesagt. Ich kann eher verstehen, dass einem so eine Musik aufbaut und motiviert und Energie gibt, statt das andere da, was wir da hatten. Diesen komischen... Ich weiß gar nicht, was das für ein Musikstil war, aber es klang eher traurig. Finde ich.
Ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier bin ich nie hinten ums Eck gelaufen. Eta. In der Arena kannst du jetzt auch mit den anderen Kämpfern... Ah, die Arena. Genau, Metatron. Stimmt. Da könnte man ja jetzt verschiedene Kämpfe mit verschiedenen Charakteren und so machen. Wo waren wir denn noch nicht? Wo könnte denn die letzte Musik sein? Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzuführen. Hm? Nicht wahr, oder? Ich rück mal. Willkommen im Waffenladen des Weimarts. Hallo. Nö. Habe ich mir schon gedacht. Bis zum nächsten Mal. Das hätte es mir angezeigt, glaube ich. Aber man weiß ja nie. Aha, hier ist die Kniebeugenhalle. Ich weiß nicht, wo ich vorher drin war, aber da gibt es zumindest auch eine Nebenquest. Noch nicht. Anja. Claude. Was machst du hier? Kennst du eine Möglichkeit, auf die Platte zu kommen? Vergiss es. Im Moment kommst du da nicht hinauf. Hey. Wer ist denn das da? Eine außergewöhnliche Frau. Das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln. Wohl proportioniert und in perfekter Balance. Dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überleg's dir! Von mir aus gerne. In einem Klimmzug-Wettbewerb oder wie? Machen wir da mal. Da bist du ja. Fangen wir an. Fangen wir an. Klimmzüge, du gegen mich. Darf ich bitten, Mademoiselle? Also, okay. Ich muss das diesmal wirklich lesen. Beim letzten Mal habe ich gemerkt. Aber im Endeffekt ist es ähnlich wie die Knie zu beugen, oder? Ich drücke immer die Tasten abwechselnd im gleichen Rhythmus. Timing. Wenn das Timing perfekt ist, gewinnst du Schwung und kannst schneller ausführen. Achte auf perfektes Timing. Achtung, die Tastenfolge variiert je nach Runde. Okay, okay. Ist der Schwierigkeitsgrad hoch eingestellt, werden die Klimmzüge anstrengender. Je schlechter dein Timing ist. Okay, passt schon. Machen wir. Learning by doing. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Oh, come on. Ich war zu schnell. Na Gott sei Dank, war der andere noch viel schlechter. Zweite Runde. Ich hoffe, es geht ein bisschen schneller. Das ist irgendwie so langsam. Es ist wirklich, es wird dadurch schwer, weil zu lahmarschig ist. Lass mich noch die Tasten ein bisschen schneller drücken. Furchtbar. Das sieht gut aus. Weiter so. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Puh, das war aber knapp. Ich muss mich geschlagen geben, Tifa. Ich habe gewonnen? Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben. Und auch ich habe neue Kraft geschöpft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich habe zu danken. Ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken. Wer weiß, vielleicht stehen wir ja bald im Honigtöpfchen zusammen auf der Bühne.
Okay. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der in seiner Performance-Auftritt-Bühnenkleidung trainiert. Aber vielleicht, ne, der hat einfach keine Zeit, sich umzuziehen. Das muss hier zack, zack gehen. Noch schnell 1000 Klimmzüge und dann ab auf die Bühne. Keine Zeit zum Umziehen, keine Zeit zum Duschen. Ab geht's. Na gut. Der hatte zwar keine Musik für uns, aber trotzdem gut, dass wir vorbeigeschaut haben. Na gut, ich spiele mal noch das eine Lied, das wir haben, wenn wir schon hier sind. Fight on. Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. So, jetzt brauchen wir noch das Lied für den alten Herrn hier. Der hat ein bisschen Survivor-Skill. Ne, wenn er sagt, von wegen so, warum habe ich als alter Mann überlebt und so viele Junge sind gestorben. Ich weiß jetzt nicht, was da die passende Musik zu dem Gefühl ist, um das wegzukriegen. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Naja, schauen wir mal. Aber ich bin doch jetzt echt hier schon, oder? Ich habe doch jetzt schon alles abgelaufen mittlerweile. Wo soll ich denn noch hin? Jetzt laufe ich doch mal ein bisschen weiter in die Richtung, bis wir garantiert nicht mehr im Wallmarkt sind. Weil vielleicht geht es ja hier tatsächlich noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube... Na, schauen wir mal. Nee, vergiss es. Wir sind jetzt schon auf der Landstraße 76. Das kann nicht sein. Gib mir die Musik. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war doch jetzt hier. Habe ich noch was übersehen? Honey Bee Inn haben wir scheinbar auch schon. Hallo, ich rede trotzdem mal nochmal mit. Aber wir bieten auch andere Dinge. Genau, das haben wir schon. Das kann nicht sein. Herzlichen Dank. Herzlichen Bitteschön. Ah, da kann ich leider nicht rein. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Honeybee Inn wieder. Jetzt bin ich wieder hier. Ich laufe aber auch da in dem Kreis, habe ich das Gefühl. Wir waren da oben, glaube ich, noch nicht. Ach so, im Honigtöpfchen. Ja, ich meine, warum nicht? Könnte man versuchen. Hier könnten wir auch mal reingucken. Ich meine, selbst wenn wir jetzt ein bisschen brauchen, die Musik zu finden, finden wir wenigstens viele optionale Schätze und Geheimgänge. Auch nicht schlecht. Die zu Schätze beinhalten wie Elixier. Ich glaube, ich habe ungefähr 1000 Elixier, oder? Zumindest über 20. Wollen wir wetten? Nein. Aber ich schau mal schnell. Wenn ich rausfinde, wie ich in mein Inventar komme zumindest. Würde es gerade wirklich interessieren. Elixier habe ich erst 6. Oh Gott. Äther habe ich über 20. Na dann. Ich wollte mir etwas Mut antrinken. Ich werde
schlafen. Wo sind wir denn hier jetzt auf einmal gelandet? Jetzt hört sogar die Musik auf, okay. Fast ein bisschen unheimlich. Und hier ist gar nichts. Ein komischer blauer Stab in einem komischen Mülltütchen oder so. Ich kann mich nicht schneller bewegen als so. Seltsam. Da können wir jetzt leider nicht rein ohne weiteres. Na gut. Aha, aber warte, hier läuft tatsächlich Musik, die wir noch nicht haben. Da! Wirklich im hintersten Eck, Mensch. Meine Güte. Dankeschön, Stand Up. Aber wirklich im... Das war auch echt das so ziemlich letzte Eck auf der Map, wo ich noch nicht geguckt habe. Tja, jetzt muss ich nur wieder zurück zu der Quest finden. Das wird eh schwer genug. Nee. Ich glaube, ich laufe falsch. Genau andersrum. Cool, dann haben wir das auch geschafft. Das ist schön, weil das hätte Potenzial gehabt, eine sehr frustrierende Quest zu werden. Aber zum Glück, wenn es da nicht gewesen wäre, dann wäre ich verzweifelt gewesen. Dann hätte ich nicht mehr gewusst, wo wir noch gucken sollen. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so! Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Wow, toll! Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Ja, uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Ja, etwa nicht? Cool. Handbuch zu Schusswaffen Teil 3 erhalten. Wann haben wir denn das gekriegt? Quatsch, nicht wann haben wir das gekriegt, das haben wir gerade eben gekriegt. Sondern was ist denn das, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Ach so, mit der sich Barretts Waffenpunkte vermehren lassen. Aber das passiert automatisch, oder wie? Da ich eingestellt habe, dass die ihre Punkte automatisch verteilen dürfen, können wir das, glaube ich, quasi einfach ignorieren. Na gut. Dann schauen wir kurz in unser schlaues Questbüchlein. Ein Auftrag abgeschlossen. Aber wir haben 3 noch nicht mal gefunden. Begib dich schnell zu Aerith's Haus. Wedge und Marlene könnten in Gefahr sein. Oh Gott, wo ist denn Aerith's Haus? Der hat schon die coolsten Moves drauf. Na gut, Aerith's Haus, da finde ich nie wieder hin. Das war in Sektor 5, oder? Glaube ich. Wie kommen nicht mal mehr hier aus dieser Gasse raus? So. Zurück zu Sektor 5, genau. Okay. Sektor 5 ist, glaube ich, hier nördlich. Genau, okay. Aber wartet mal, da können wir doch bestimmt mit dem Chocobo Express reisen. Da müssen wir nicht zu Fuß gehen. Für was haben wir den denn freigeschaltet? Was bei dir gleich nochmal? Dich scheint es zur Gefahr zu ziehen, wie die Motte ins Licht.
Nix. Ausgezeichnet. Dann los. Die Slums von Sektor 5. Die Slums von Sektor 5 Kirche. Nee, ich glaube, in die Kirche will ich nicht. Eingang. Ich glaube, Eingang Sektor 5 ist besser, ne? Ich glaube, ihr Haus ist da oben. Vorwärts! Und mit oben meine ich eigentlich eher so westlich auf der Karte. Hinter dem Waisenhaus. Ja, ja, genau. Wenn ich's, aber ich auf der Karte hätte ich jetzt auch das Waisenhaus nicht erkannt, also. Aber ich glaube, wir sind schon ungefähr richtig. Hoffe ich. Vielleicht. Bisschen. Okay, ausgezeichnet. Ich glaube, wir sind wirklich richtig. Die Züge fahren seit Tagen nicht. Ich gehe jetzt hier mal noch den hinteren Weg. Weil ich glaube, da sind wir jetzt noch gar nicht... Ah ja, genau. Zu den Kindern könnten wir dann auch mal noch schauen. Vielleicht haben die auch neue Quests für uns. Aber jetzt laufe ich mal schnell hier durch. Auf der Suche nach neuen Sidequests. Aha! Cloud, welch ein Glück. Du kommst gerade richtig. Ein paar von Cornelius' Männern sind vorhin in Richtung von Aris' Haus gegangen. Ein paar von Cornelius' Männern. Ich glaube, genau deswegen bin ich zufällig hier, ne? Schade. Eigentlich. Ich dachte, die hätte eine eigene Quest für uns. Hier soll sich dieser Typ mit dem Gewehrarm rumtreiben? Bist du dir. Ach! Hey! Seht mal, sein rechter Arm! Ich hab gehört, ihr sucht nach mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Da hinten. Wusste ich doch, dass du auch zu Avalanche gehörst. Ist irgendwie ein Monster. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja, darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt's schließlich auch, wenn ihr tot seid. Na, hast du Schiss? Wow, der hat gerade tot gewirkt, glaube ich, ne? Shit. Jetzt voll in die Fresse! Zum Glück können wir Engel. Tiefer. Ich glaube, wir brauchen eine Phönixfeder. Kannst du stehen? Immer fest auf die Fresse! Meine Güte, das ist aber schon ein bisschen krass. Wir bräuchten echt eine Todresistenz. Das lenkt ganz davon ab, dass die KI von dem NPC gerade kaputt ist und der einfach so durch die Gegend wandert, was er ziemlich sicher eigentlich nicht sollte. Cloud? Wie wär's, wenn wir den Gegner hauen stattdessen? Statt tiefer? Okay, zumindest ist er gleich im Schockzustand. Komm schon, okay, gut. Jetzt draufhauen, dann haben wir ihn gleich. Cloud, wie wär's mit Ende mit Schrecken? Dann ist er wahrscheinlich besiegt. Ganz schön gefährlich. Stopp, genug, wir geben auf. Wir werden keiner Seele etwas sagen. Versprochen, lasst uns ziehen, bitte. Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch. Wird niemals wieder passieren! Da laufen sie. Okay, war das jetzt schon die Quest oder muss ich jetzt wirklich noch zu ihrem Haus, richtig? Ich gehe mal lieber, sonst bereue ich es, dass ich nochmal hierher laufen muss. Ich schaue mal wirklich bei ihr zu Hause richtig vorbei und sag Hallo. Aber hier ist kein Questmarker und nix, also wird es wahrscheinlich schon die Quest gewesen sein.
nicht meine Tochter. Passt gut auf euch auf. Okay. Ich glaube, das passt. Ich renne mal schnell die Treppe hoch. Nicht, dass es oben irgendwo ist. Aber ich glaube, hier im Haus sind offensichtlich keine Gegner mehr, sonst, ne, wären wir wahrscheinlich informiert worden hätten sein. Aber kann ich da reingehen? Beziehungsweise rausgehen? Mein Gott, ist die Sonne hier gleißend. Na gut. Na schön, dann sind wir hier, glaube ich, fertig, so ziemlich. Dann die Jagd nach dem Kronjuwel, würde ich sagen. Beziehungsweise wollte ich echt nochmal schnell in das Geheimversteck der Kinder gehen, nur um zu gucken, ob die da vielleicht noch eine Nebenquest haben. Ich werde jetzt auch hier, glaube ich, nicht so... Na, wenn wir jetzt eine Nebenquest nicht finden, dann ist es mir auch egal. Dann machen wir weiter. Ich will jetzt schon die wir haben, abklappern. Aber ich muss es jetzt nicht hier unbedingt 100% completen. Wir schauen, was wir mitnehmen können auf dem Weg. Aber wenn es nicht will, dann will es nicht, das Spiel. Ist auch okay. Aber das schauen wir jetzt schon hin. Habe ich eigentlich hier schon wieder Medaillendinger? Die Atomschere. Die sieht ja irgendwie crazy aus. Ein Energiehaken mit einem Nahkampfangriff dann quasi plötzlich. Die wird aber sowas von gekauft. Ich glaube, ich rüste die aus mal. Ich wollte eh mal gucken. Ich wollte eh mal hier auch bei Cloud. Ich meine, es ist schon vom physischen Schaden her mit Abstand die mächtigste Waffe, die wir aktuell haben. Schade, weil die gefällt mir eigentlich nicht. Ich finde, das ist kein sehr schönes Schwert. Die Nagelkeule mag ich schon am liebsten. Ja. Ich glaube, vielleicht nehme ich die mal wieder. Weil die auch, glaube ich, noch nicht perfektioniert, hochgelevelt, gemeistert ist, ne? Genau, die anderen sind Geschicklichkeit 100%, aber die noch nicht. Oder? So funktioniert das, glaube ich. Ich muss die noch länger benutzen. Ja, ich benutze hier mal die Atomschere. Weil warum nicht? Bei ihr hätte ich auch schon ein paar neue Sachen. Sind aber alle nicht so gut wie ihrs. Aber ich nehme trotzdem die Mithrilklaue. Einfach so. Einfach so. Muss ich mal gucken. Ich glaube wirklich... Na gut, der Weg... Ja gut, okay. Ich laufe den Weg mal ab, aber wahrscheinlich ist hier nichts. Davon gehe ich zumindest aus. Nee, gehen wir wieder zurück. Das ist ein Käse hier, glaube ich. Hier laufen wir jetzt durch einen ewigen Schlauch. Eventuell treffen wir sogar ein paar blöde Gegner. Na gut, das da hinten ist das letzte Gebiet. Dann sind wir in der Sackgasse, da gucke ich kurz. Aber es würde mich sehr wundern, wenn die hier noch eine Nebenquest versteckt hätten jetzt fürs Ende. Nee, warum auch? Warum sollte man auch hierher kommen?
Aber Barrett, ich würde jetzt schon gern mal in den Kampf gehen, weil Barrett kann schon noch schießen jetzt mit der Klaue, oder? Weil wenn der jetzt damit gar nicht mehr schießen könnte, wäre es ja irgendwie dämlich. Aber ich glaube, die Standardangriffe der Truppmitglieder verändern sich eigentlich nicht. Ich meine, ich mochte auch seinen Superschuss. Macht das... Es macht gar keinen Sinn, ne, dass er jetzt plötzlich so einen Nahkampfangriff hat. Das machst du super. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an, natürlich. Die Leiste zeigt dir an, wann du die Spezialtechnik der Waffe gelernt hast. Ah ja, genau. Bennett kann keinen Fernkampf mehr, nur noch als Limit. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen dämlich, schreibt mir Metatron gerade. Das macht wirklich gar keinen Sinn, finde ich. Das will ich jetzt aber mir trotzdem im nächsten Kampf ansehen. Alle drei Chocobos sind wieder da. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt kann auch unser Betrieb wieder öffnen. Das stimmt. Ach ja, irgendwie ein bisschen schade, dass einem hier die Missionsmarker nicht angezeigt werden. Das Spiel könnte so ein paar Quality of Life Polishing Elemente brauchen, finde ich. Hier in den Slums von Sektor 5 haben wir theoretisch noch eine Mission. Aber das ist die, genau, die Jagd nach den Kronjuwelen. Und wenn ich da hingehe, stehe ich nur wieder vor dem verschlossenen Camp und kann nicht rein, ne? Ich verstehe überhaupt nicht, was wir da eigentlich machen müssen. Der Racheengel. Befrage Kiri dazu, die mehr darüber wissen sollte. Aber die ist nicht da, wo der Marker mir anzeigt, dass wir hin sollen. Das ist das Verwirrende. Bin mir zumindest ziemlich sicher, ne? Oder warte mal, was ist das da? Ach so! Ja, okay, dann müssen wir vielleicht doch dahin, wo der Marker hin zeigt. Ich bin mir nicht sicher. Ziemlich weit oben in Sektor 5. Können wir schnell reisen. Wohin soll's gehen? Ja, aber zur Kirche nicht, ne? Das wäre blöd. Aber ich reise mal zum Bahnhof. Ich bin mir echt... Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ja, ich finde das alles sehr unübersichtlich. Wirklich, gerade die Karte und die Missionen und so weiter, da könnte das Spiel echt noch ein bisschen übersichtlicher sein. Für meinen Geschmack. Das sind oft so ganz kleine Sachen, die das viel komfortabler machen. Zum Beispiel bei Witcher 3, ne? Auch immer wieder muss ich mich da ärgern, oder zumindest finde ich es halt schade, dass einem die inaktiven Missionen nicht wenigstens so ausgegraut auf der Karte angezeigt werden. Oder dass in dem Missionsbuch eine Meterentfernung angezeigt wird, dass man einschätzen kann, welche Mission ist denn gerade in meiner Nähe. Johnny, du bist ein Vollidiot! So kleine Komfortfunktionen fehlen manchmal einfach in so Spielen, leider. Bruder! Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch Hallo, zu sehen. Hallo, Kento. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Bruder, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier noch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Hut auf. Und... Ja, genau. Sie hatte gestreifte Socken an. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Gehört das jetzt zu meiner Quest, die ich gerade sowieso machen wollte? Oder ist das eine andere Quest? Oder wie? Oder was? Man weiß es nicht. Ah ja, aber ich weiß, dass ich in die falsche Richtung laufe. Sehr gut. Dann gehen wir da lang.
Ah, diese kleinen versteckten Ladebildschirme in dem Spiel überall, die nerven mich. Die sind aber schon, die sind häufig, ne? Ah, furchtbar. Und dann so lang auch immer. Aber immer noch besser, würde ich sagen, als echte Ladebildschirme, oder? Insofern passt schon. Tatsächlich, guckt euch das an. Jetzt ist der Nahkämpfer Barrett. Immerhin, haut ganz schön rein, aber ich finde es trotzdem komisch. Nein, ich glaube, ich möchte das nicht. Barrett, ich möchte, dass du wieder schießen kannst. Bitte. Die Atomschere, das ist schon komisch. Wollen wir vielleicht die Gatling benutzen? Die gefällt mir erstens optisch am besten und zweitens ist die auch noch nicht optimiert, noch nicht ausgelernt. Ich zähle auf dich. Ja, das ist mir schon viel lieber. Ach, ja. Ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Nein, eher nicht. Aber kommt mich hier... Ja, hier kommt man. Hier kommt man runter. Okay. Frontalangriff. Geht klar. Ja. Übernimm du. Ich übernehme. Ich sehe dich. Jetzt immer runter. Das tut weh. Mit Barrett spielen macht mir auch einfach am meisten Spaß. Ich finde das einfach cool. Tadala. Und da würde ich mir halt wirklich wünschen, ich weiß schon, ich sag's immer wieder, aber stört mich halt auch immer wieder, dass ich einfach Barrett bleiben könnte und nicht immer wieder zu Cloud wechseln muss, zwangsläufig. Das stört mich. Ich will nicht unbedingt immer mit Cloud rumlaufen. Ich möchte Barrett bleiben für immer und nicht immer in den Kämpfen zu ihm wechseln müssen. Lass mich doch spielen. Lass mich doch. Lass mich doch einfach Barrett sein. Das wird ein Kinderspiel. Nichts überstürzt. Vergiss es nicht. Wie der die Schockleiste füllen kann mit seinem Dreieckschuss, ist auch schön. Okay. Ja, okay, passt. Weiter geht's. Ich befürchte, wir sind hier nicht richtig. Ah, okay. Verdammt nochmal. Warum? Warum hat die denn einen Questmarker überm Kopf? Warum denn, Spiel? Was soll denn das? Willst du mich hier echt böswillig in die Irre führen? Offensichtlich. Ah, das nervt. Na gut, aber wir suchen ja eh nach der Diebin... Ah, schaut mal! Sind das nicht die Kampfroboter aus Final Fantasy 3 oder 4 oder 5 oder auch 6? Ich weiß nicht aus welchem... Irgendeinem, den ich auf dem Super Nintendo gespielt habe. Das sieht sehr verdächtig nach denen aus. Auch noch 3 Stück, wie ganz am Anfang im Intro von dem älteren Super Nintendo Final Fantasy. Die sehen schon, also so habe ich die zumindest in Erinnerung, ne? Habe ich jetzt auch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte nicht mehr gespielt. Sieht sehr danach aus. Schön. Wartet mal, aber zur Kirche muss ich nicht, ne? Der hat schon irgendwas gesagt von wegen... Aha, doch, ich muss zur Kirche. Okay, gut. Na dann. Vorwärts!
Was wie offensichtlich soll's das Spiel machen? Das soll mir keine Fake-Questmarker auf die Karte setzen, die mich dann zu einem sinnlosen Dialog führen. Das wäre nett. Wie? Ich habe nichts getan. Das muss eine Verwechslung sein. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was hab ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra war. Und ich hab doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt, und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Come on, im Ernst. Ich wäre dafür, dass wir es jetzt einfach verhauen mit unseren Baseballschlägern und Gatling und dir dann einfach das Geld und den Schlüssel wegnehmen. Wir können dann trotzdem noch die Shinra-Leute verhauen. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil, aber... Ne? Oder? Also wirklich. So, Bahnhof, ne? Hat sie, glaube ich, gesagt. Aber schon alleine, dass wir uns den Weg spannen, nochmal hier zur Kirche zurückzuweisen. Schon allein deswegen hätten wir sie verhauen sollen. Kolosseum? Oh Gott, wo ist denn das Kolosseum? Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist das in der Nähe des Bahnhofs? Hoffentlich. Oder hat das einen eigenen Schnellreisepunkt? Da können wir mal gucken. Ach so, das ist im Wallmarkt, gar nicht mehr hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll man denn hier sich zurechtfinden? Das ist ja der Wahnsinn. Erschließungsgebiet. Ich gehe mal einfach zum Eingang. Kolosseum. Keine Ahnung. Werden wir schon finden. Eventuell. Wir können es ja mal versuchen. So groß ist ja das Gebiet zum Glück nicht. Immer noch ein tolles Lied, der Hip-Hop der Chocobo. Nur leider... kriegt jede einzelne Final Fantasy Folge immer eine Urheberrechtsbeschwerde. Wahrscheinlich wegen genau diesen Melodien, die da immer laufen. Aber was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Es ist ja wirklich nur quasi, dass die Firmen, also die Musiklabels in der Regel, die Rechte an diesen Liedern haben, das Video für sich claimen. Und ja, mein Gott. Das ist schon okay. Das ist nicht so tragisch, wenn es weiter nichts ist. Moment mal, die Trainingshalle? Was machen Leute?
Ist das nicht die Trainingshalle? Ach, das ist die Arena hier. Ah, jetzt. Okay. Eins über der Trainingshalle. Nein, Cloud, rausgehen. Nicht wieder rein. Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Eigentlich bin ich nur hier, um Shinra-Leute... Kämpfe ich jetzt in der Arena gegen die Shinra-Leute, oder wie? Kein Problem. Hoho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Ich bin immer noch dafür, dass wir Kiri einfach verprügeln und ihr das Geld wieder wegnehmen. Aber gut. Meinetwegen. Wir kämpfen vielleicht gegen zweiköpfige Chimären oder so. Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt... Jetzt. Sollten wir den Bestienbändiger irgendwo erkennen? Weil ich wüsste jetzt nicht. Ein Höllenhund! Autsch! So, wie wär's gleich mal zur Eröffnung mit einem Ende mit Schaden? Oh, wow, ich hätte gedacht, das macht mehr Schaden. Dann scannen wir den Höllenhund. Ich glaube, das haben wir nicht ganz gemacht. Aber ich würde mal vermuten, dass wir hier Eis bräuchten am besten, ne? Oh, Tiefer hat ihren Limit. Salto, dann mach den mal. Und währenddessen scannen wir den mal kurz. Ein Höllenhund, eine künstliche Lebensform, die bei einem widernatürlichen Experiment entstanden ist. Seine zwei Köpfe und sein Körper, der bei Erregung in Flammen aufgeht, wirken furchteinflößend. Wenn er seine Beute erwischt, lässt er nicht einmal Knochen zurück. Wirksam Eis. Wer hätte das gedacht? Warte mal, machen wir gleich Eisra. Und Cloud macht gleich noch mit. Cloud hat wieder nur Feuer und Blitz. Da haben wir Blitzgar. Overkill. Oh, nicht mal Overkill, von wegen. Ganz schön zäh. Oh oh, dafür haben wir bald einen Overkill, einen persönlichen. Bei Cloud hier. Okay, aber jetzt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Nimm's nicht persönlich. Ach, guck! Den Bestienbändiger haben die gleich nebenbei so mitgenommen. Schön. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar! Ha! Bin nicht mal ins Schwitzen gekommen! Hey, Barrett macht mit! Ja! Ich weiß nicht genau, was wir eigentlich tun, aber wir kreisen. Aus Freude. Muss ich irgendwie jetzt die Arena wieder selbstständig verlassen oder so? Anscheinend, okay. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf! Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf! Aha, naja, gut, dann kämen wir jetzt zurück. Der kleine Wildfang.
Aber ist der Kerl jetzt wirklich Shinras Handlanger? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich glaube, die hat uns jetzt nur quasi ihren Kampf machen lassen und wahrscheinlich kassiert sie noch das Preisgeld dafür oder so. Und wie war's? Es ist erledigt. Nein, sag, wir haben verloren. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Aber wir verhauen sie trotzdem. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri. Stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Wir entscheiden selbst, wer wir sind. Hä? Greifen wir uns Corneos Schätze und verteilen sie unter den Leuten. Dann sind wir die Racheengel. Bist du dir sicher, dass das mit dem Racheengel so funktioniert? Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Das hat sie selbst gesagt. Stimmt auch wieder. Kommt, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Ja, da habe ich nämlich auch schon dran gedacht und ich finde es super nervig. Weil der überall, wir sind ja schon an so vielen Schatzräumen überall vorbeigekommen. Und ich weiß selbstverständlich nicht mal mehr ansatzweise, wo die alle gleich nochmal waren. Ich weiß, dass irgendwo hier einer ist. Aber das war's dann auch schon. Genau, aber da können wir jetzt gleich mal Johnny sein Portemonnaie zurückgeben. Und dann gehen wir gleich noch zu der Schatzkammer. Aber dann die in der Kanalisation wiederfinden. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich in die Kanalisation komme. Was erwartet denn das Spiel immer von mir? Dass ich die ganze Map von dem Spiel auswendig lerne, oder wie? Die Anforderungen dieses Spiels an mich sind unrealistisch geworden. Okay, danke. Moment mal, wo sind wir denn jetzt hingereist eigentlich? Ich glaube, ich bin falsch, ne? Willkommen bei Sam's Chocobo Express. Hallo, aber ich wollte, glaube ich, gar nicht... Nee, ich wollte hier zum Bahnhof. Manchmal glaube ich, bei so Entfernungen wie der jetzt gerade hier, ob wir nicht zu Fuß schneller sind als mit dieser Ladezeit. Aber wahrscheinlich nicht. Das kommt einem nur immer so vor, weil man sitzt vor diesem Ladebildschirm und denkt sich so, na, das dauert ewig, wann geht's endlich los? Und wenn man zu Fuß geht, hat man was zu tun. Da vergeht die Zeit ein bisschen schneller, aber nur gefühlt. Ich glaube, in Wirklichkeit wäre zu Fuß geht doch länger gewesen. Ich glaube schon. So, aber hier sind wir jetzt richtig, oder? Und hallo. Ich habe extra mein Taschengeld für die Fahrkarte gespart. Alles umsonst. Mein Portemonnaie! Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf.
Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Okay, jetzt warte mal, ich muss kurz mit dem reden, weil der hat, glaube ich, Musik, die wir noch nicht haben, oder? Gib mir deine Musik. Bist du jemand, der gute Musik zu schätzen weiß? Gib her. Ich habe nämlich ein paar Platten, über die ich einfach nicht loswerde. Los her damit. Hast du nicht vielleicht Interesse? Ja, aus irgendeinem Grund habe ich angefangen, die Musik zu sammeln, obwohl das überhaupt nichts bringt. Keine Ahnung, warum eigentlich. Aber das mache ich jetzt. Ist das die Kanalisation hier? Tal der Dämmerung. Der Stahlberg. Naja, jetzt gehen wir mal da lang und holen uns den Schatz. Wir sind durch die Falltür, ne? Im Schlafzimmer von dem ekligen Kerl. Wird nicht lange dauern. Sind wir in die Kanalisation gekommen damals. Aber wie wir da rausgekommen sind und wie ich da wieder zurück reinkomme. Und ich glaube, irgendwo war nicht irgendwo zwischen Kirche und Wallmarkt auch noch. Oder zwischen Kirche und Sektor 5. War da nicht auch noch eine Kammer? Ich weiß es eben leider nicht mehr so genau alles. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? So darf's weitergehen. Finde ich auch. Ich finde das schön, wie er mit seinem Baseballschläger durch die Kisten durchschneidet. Ich bin mir nicht sicher, aber du kannst, glaube ich, durch Corneos Villa wieder in die Kanalisation. Okay, das wäre mal ein Versuch wert. Übernimm du. Hier kommt Barrett! Ja. Jetzt geht's erst richtig los! So, nachladen, 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 nachladen und schießen! Zumindest wenn man die Schockleiste füllen will, ist das, glaube ich, tatsächlich effektiver, wenn man bei Barrett die ganze Zeit nur nachlädt, quasi, damit man schneller wieder seinen super Dreieckschuss machen kann. Tada! So, was haben wir denn hier? Gebet. Was macht denn Gebet? Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, weil die Materie teilweise anders heißen als die Fähigkeiten, die sie auslösen. Gebet ist nicht heilen. Genau, da wollte ich nämlich gerade, da war ich mir nicht sicher, ob das das gleiche ist. Aha, Gebet ist Heileffekt. Ah, okay. TP aller Gruppenmitglieder geheilt wird. Ja, keine Ahnung. Dann lernen wir mal Gebet. Ne, nicht hauen. Öffnen. So, ne, Loot-Kisten-Pyramide ist irgendwie befriedigend reinzuhauen. Könnten sie öfter so anordnen, die Kisten. Das macht Spaß. Ganz schön viel Mogri-Medaillen.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei der Händlerin habe ich schon so ziemlich alles gekauft, was mich interessiert hat. Okay, müssen wir eigentlich alle Schatzkammern öffnen oder können wir jetzt vielleicht sogar schon zurück zur Kirche und ihr Bericht erstatten? Das ist jetzt die Frage. Mal schauen, ob das in den Aufträgen drinsteht vielleicht. Könnte ja sein, dass die anderen optional sind oder sowas in der Art. Also, abgeschlossen, abgeschlossen. Ah ja, wir haben echt schon ziemlich viel abgeschlossen. Zwei fehlen noch. Nee, eins von drei. Aha, okay, 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 okay. Versuche auch den Rest zu finden. Mhm. Ah, wo waren denn die? Waren nicht sogar... Ich meine, dass ziemlich früh im Spiel schon nämlich so eine Schatzkammer war. Und ich glaube, das war nicht die hier. Könnte das sein, dass schon in Sektor 7 eine war? Aber Sektor 7 gibt es jetzt nicht mehr. Naja, gehen wir mal zum Wallmarkt. Weil der ist auf jeden Fall grundsätzlich mit der Kanalisation verknüpft irgendwie, glaube ich zumindest. Ja! Zur Not schaue ich nachher mal. Im Internet. So, okay. Schnell, weil das Gebiet da hinten, diese kleine Gasse, ist noch ausgegraut. Da schaue ich auch mal kurz rein. Wahrscheinlich nur wieder irgendein Behälter mit irgendeinem Item, das man nicht so wirklich braucht, aber man kann ja mal gucken. Tada! Ich meine, was ich jetzt loote, ne, habe ich dann später. Im Endgame und muss nichts kaufen. Okay, eine ist in einem eingestürzten Tunnel am Anfang zwischen Sektor 5 und Wallmarkt. Und die andere, glaube ich, in der Kanalisation. Schreibt Metatron gerade. Dann versuche ich mal, mich zu orientieren. Hier will ich hin. Also, genau, okay. Stand der Hubschrauber da oben eigentlich schon immer? Oder ist der abgestürzt jetzt vorher in dem Kampf? Oder notgelandet? Das sieht so aus, als wäre er da reingestürzt, ja. Aber andererseits ist der dekoriert. Aber hier diese beiden komischen Dinger sehen so kaputt aus. Also entweder haben die den sehr schnell einfach in die Szenerie eingebaut oder der steht hier schon länger und ist mir nie aufgefallen. Wahrscheinlich eher zweiteres. Hey, aber wartet mal, ich gehe jetzt, glaube ich, Richtung Hauptquest, oder? Oder? Das will ich nicht. Ist das Blaue überhaupt die Hauptquest? Informationsgewinn. Ist das die Hauptquest? Und nee, die Hauptquests waren, glaube ich, immer gelb, oder?
Nein, stimmt schon. Informationsgewinn ist die Hauptquest. Das wollen wir jetzt nicht machen. Da habe ich jetzt Angst, dahin zu gehen. Dann mache ich das lieber nicht. Dann gehen wir lieber wieder erstmal. Hi, Desert Railgun. Da traue ich mich jetzt nicht hingehen, weil ich will jetzt nicht die Hauptquest triggern und dann... Weil vor allem jetzt die Quest mit dem... Mit dem Robin Hood Dieb, mit der alten Frau, finde ich irgendwie nett. Da würde ich schon gern weitermachen. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Aber ich glaube, da muss ich jetzt mal schnell... Jetzt warte mal, was hat Metatron geschrieben? Zwischen Sektor 5 und Wallmarkt. Okay, gut. Das wäre dann oben im Norden, ne? Die Straße hier. 6-5. Dann laufen wir die mal entlang. Gucken wir mal. Was war denn vorhin an Corneos Villa los? Hast du eine Ahnung? Ist auch Nebenquest, solange du nicht später hochkletterst, ist alles gut. Ach so, also die könnte ich noch auslösen quasi. Aber müssen wir jetzt scheinbar eh nicht, ne? Schlecht. Nehmen wir mit. Und ich höre Musik erklingen. Gehört die dir? Beim Ausmisten des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schallplatten gestoßen. Wie wär's? Willst du eine haben? Ah, hier steht wieder so ein Roboter. Ich würde die gern benutzen. Ich mag so Max. Ich mag so Max. Warrior-Spiele und Spiele mit Max sind immer gut. Spiele mit Max sind immer besser als Spiele ohne Max. Jedes Spiel wäre besser, wenn es einen Max drin hätte. Auf jeden Fall. Ah, hier haben wir eine. Sehr schön. Tada! Das ist aber eine kleine Schatzkammer. Was hat er denn hier? Diamantenstierdem. Und ganz viel Mogri-Medaillen. Also ich glaube, hier können wir aber wieder gehen. Da müssen wir uns nicht durchkämpfen durch den Tunnel. Aber wenn die eh hier alle auf der Karte angezeigt werden, ne, könnte man vielleicht einfach auch mal... Waren wir hier irgendwo? Anscheinend waren wir hier noch nie oder sowas. Eingeschnürzte Schnellschnittnase. Die Slums von Sektor 6, da sind wir jetzt gerade. Kirche. Slums von Sektor 5. Da haben wir oben den Schatz schon geöffnet. Kann ich hier irgendwie... nicht wirklich. Hier wird mir nur angezeigt, wo ich bin, aber ich kann nichts ändern. Ja, okay, nee. Aber, Moment mal. Nee, passt schon, vergiss es. Weil hier wird mir leider... Kann ich sonst nichts mehr anzeigen lassen. Na gut. Hallo Meister Titus. Was würdest du dir bei einem neuen Fallout-Spiel wünschen?
Also, was ich total cool fände, was ich wirklich richtig cool fände, wären Spin-Offs. Wären einfach mal ein paar Fallout-Spin-Offs. Dass jetzt, gerade jetzt auch bei Microsoft, wo so viele auch die älteren Entwicklungsstudios, also die Original-Fallout-Entwickler, wieder alle mit der Lizenz vereint sind, fände ich es echt cool, wenn die sich ein bisschen was trauen und neben der Hauptreihe auch ein paar Spin-Offs machen. Und da gibt es gerade im Fallout-Universum so viele nette und schöne Ansätze, die man da wirklich verfolgen könnte. Eben zum Beispiel könnten ja jetzt auch die Wasteland-Macher im Grunde ein neues Retro-Fallout oder so eine Art Fallout Tactics 2 machen. Auf sowas hätte ich voll Bock, das finde ich total super. Das ist, finde ich, eine Fahrt quasi, ne, das bietet sich jetzt so an eigentlich. Das finde ich echt gut. Ich gehe mal in die Slums von Sektor 6, Immergrüner Park, oder? Ich weiß gar nicht genau. Oder muss ich doch, dann gehen wir doch in den Palast. Na gut, okay. Einfach melden. Oder zum Beispiel, es wird so viel geben, ne? Ein Aufbaustrategiespiel, so ein Stadtmanager. Jetzt weniger Command & Conquer, sondern eher so ein postapokalyptisches Strategie-Aufbau-Siedlungsmanagement-Spiel. Sowas im Fallout-Universum. Fände ich voll klasse. Fänd ich voll gut. Da gab es jetzt eh mal irgendein Indie-Spiel, das hat das gemacht. Und zwar gar nicht so schlecht, aber höchstens nett. Was soll ich nur machen? Da haben wir noch eine Quest. Gut, dass ich mich verlaufen habe, sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht mehr gefunden. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und für den nächsten Hauptteil würde ich mir persönlich wünschen, aber das wird nie passieren, eine bessere, tiefgehendere und klügere Story. Aber dafür ist Fallout schon zu Mainstream geworden. Da wird die Story wahrscheinlich immer ein bisschen oberflächlich und ein bisschen flach und ganz nett vielleicht auch. Aber jetzt nichts, wo man sagt, wow, hat mich voll umgehauen oder sowas. Dafür ist die Marke zu groß. Das trauen sich leider große Publisher nicht mehr, interessante Geschichten zu erzählen. Im Grunde, leider. Und wieder mehr Fokus auf Rollenspiel. Aber auch das wird nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Der Fokus wird sich garantiert, wenn dann überhaupt, mehr auf Action verlagern. Auch das ist leider so ein Prozess, wenn Spielereien bekannter werden. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, mehr Rollenspiel und eine tiefere, bedeutsamere Story. Aber genau die beiden Punkte wird es nicht geben. Aber gut, abgesehen davon fände ich Spin-Offs gut. Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Geheime Medizin. Wird mir auch kein Marker angezeigt. Na gut, was brauchst du denn dann? Cloud hat eines der benötigten Dinge gefunden. Bleiben nur noch zwei. Was? Wann haben wir bitte... Hä? Hallo? Ich gehe nochmal zu dem Arzt. Ich verwende schon Medikamente aus Shinra-Herstellung, aber es reicht trotzdem nicht. Na gut, wo sehe ich denn, was wir eigentlich brauchen? Kann ich mir, habe ich wirklich jetzt hier einen Quest-Gegenstand bekommen, der die Liste ist, oder? Notiz des Arztes, da haben wir es. Mogri-Mörser. Behemoth-Horn. Heilpflanze. Und was haben wir jetzt davon? In unterirdischem Labor. Oh Gott.
Na gut, ich nehme mal an, vielleicht diesen Mogri-Mörser können wir vielleicht hier bei der Mogri-Händlerin kaufen, oder? Das wäre möglich. Aber ein Behemoth-Horn, wenn wir da nicht schon eins haben, keine Ahnung. Die Heilpflanze könnten wir wahrscheinlich im Garten hinten pflücken. Aber ich weiß nicht, ob wir die nicht vielleicht schon haben. Ah ja, hier, genau. Mogri-Mörser. Perfekt. Hallo, Landsgut Wildrider Sister. Handbuch für Schusswaffen. Ich meine, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich leisten, ne? Wir haben jetzt so viele Mogri-Medaillen, dann kaufe ich das ganze Zeug hier mal leer. Na gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da schauen wir mal, weil vielleicht kommt noch irgendwie ein Questgegenstand hier in den Shop oder so. Okay, dann haben wir jetzt zwei Zutaten der geheimen Medizin. Jetzt muss ich wirklich gucken, leider, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen dauert und nervig ist, wo in meinem Inventar, wo bei den Gegenständen ich sehe, welche Heilkräuter ich habe, also wo die Heilkräuter sind. Die müssten doch eigentlich hier bei den Schlüsselgegenständen sein, oder? Ah ja, die Heilpflanze und der Mogri-Mörser, die beiden haben wir hier. Dann fehlt wirklich das Behemoth-Horn. Ha, und das kriege ich in einem Untergrundlabor. In unterirdischem Labor. Und wie und wo und... Bitte? Hallo? Was ist los? Tja, keine Ahnung. Hey, Berserker und Cludo. Danke fürs gleichzeitig Raiden. Wie geht's euch? Hallo zusammen. Untergrundlabor. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist und wo ich da hin soll. Ich meine, wir waren schon zweimal in so einer Art Untergrundlabor, aber das war immer in der Hauptquest eingebunden. Und ich habe keine Ahnung, wie und ob wir da überhaupt wieder hin könnten. Gegen einen Behemoth haben wir auch noch nie gekämpft. Glaube ich zumindest, oder? Jetzt suche ich mir mal einen Schnellreisevogel. Jetzt gehen wir mal in den Wallmarkt und schauen mal wirklich, ob wir quasi von der Villa im Wallmarkt aus nochmal in den Untergrundtunnel können. Das wäre vielleicht ganz gut. Hallo, wohin soll's gehen? Kirche brauchen wir nicht. Genau, machen wir mal Wallmarkteingang. Ich habe keine Ahnung. Aber kommen wir da wirklich wieder in den Tunnel? Wir sind ja durch eine Falltür gefallen, ne? Keine Ahnung. Vorwärts! Ich würde jetzt schon gern die Nebenquests noch machen, die wir haben. Ich bin gerade ein bisschen versucht, einfach die Hauptstory weiterzumachen. Weil ich mir gerade denke, so, na, jetzt irgendwie ein Untergrundlabor suchen und den letzten Schatz noch suchen und so viel rumlaufen und suchen, das nervt mich ein bisschen. Aber andererseits ärgert es mich wahrscheinlich noch mehr, wenn wir jetzt weitermachen und ich die Quests nicht mehr beenden kann. Insofern bleibt uns gar keine andere Wahl, quasi. Was ist denn das da eigentlich für ein komischer... Ach, das ist das Honigtöpfchen. So, so. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Aber warte mal, am Spielplatz kommst du in die Region, wo der Behemoth ist. Ja, aber wie komme ich denn zum Spielplatz? Das wäre noch gut zu wissen.
Der Spielplatz, wo war denn der? War der in Sektor 5, oder? Oder in Sektor... Doch, oder? Nee, ich weiß es nicht. Bahnhofstraße... Nicht hier, sicher nicht. Ich meine, Sektor 7 gibt's ja gar nicht mehr wirklich, ne? Da kann's ja gar nicht sein. Insofern... Der ist vor dem Wallmarkt. Schauen wir mal. Gibt ja nur zwei Richtungen dann im Grunde. Und ich glaube, ich laufe gerade in keine davon, oder? Warum ist dieses ganze Spiel ein einziges Labyrinth? Was soll das? Was soll das? Halt, das ist gut. Laufen wir mal in die Richtung. Aber da sind wir schon lang gelaufen. Ich glaube, da ist kein Spielplatz. Doch, warte mal. Geheime Medizin wird mir hier sogar angezeigt. Nee, da, weil es da Richtung Sektor 5 geht. Genau. Nee. Tor zu den Slums. Immergrüner Park. Ist das der Spielplatz vielleicht? Das versuchen wir mal. Ich glaube, zum Immergrünen Park können wir sogar schnell reisen. Die Chocobos sind wieder da. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt oder so. Ah ja, genau, da ist er ja eh. Los geht's. Ist ein bisschen irreführend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der immergrüne Park ist. Wenn nicht mal bevor die Decke eingestürzt ist, war hier irgendwas grün. Aber gut. Was ist mit dir? Barrett. Weimar. Alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Ein Behemoth. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Drei Fliegen mit einer Klappe. Und Kreaturen brechen aus ihm aus. Perfekt. Cloud, du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Ihr seid nämlich Loser, habe ich quasi gerade zu denen gesagt. Das ist nicht sehr nett, Cloud. Na gut, cool. Dann sind hier alle drei Quests quasi an einer Location. Das beruhigt mich ein bisschen, weil ich dachte echt schon, ich weiß nicht mehr, wo ich noch hin soll. Wo soll das alles noch sein, was es da noch zu tun gibt? Alles da unten. Das macht jetzt Sinn. Weil Behemoth töten und Behemoth Horn sammeln gehört wahrscheinlich, ne, in einem Zug. Und irgendwo hier unten ist dann auch noch der Schatz. Für manche Aufträge und Schätze musst du in Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder an die Oberfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt. Ah ja, gut zu wissen. Ach so, in die Kanalisation muss ich trotzdem über die Villa. Ach, dammit. Nein. Ah, naja, hilft ja nichts. Dann sind hier nur zwei Fliegen mit einer Klappe, leider. Nicht drei. Schade. Was machst du eigentlich hier? Ist das nicht gefährlich? Einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Aha. Na dann.
Aus der Ferne hören wir lautes Gebrüll. Der ist ein bisschen robust, ne? Machen wir ein Ende mit Schrecken. Voll daneben. Hurra. Ich glaube, da muss ich den mal kurz scannen. Aber wahrscheinlich, oder? Wie immer, ist wahrscheinlich Feuer effektiv gegen organische Wesen. Man zumindest geschockt. Barrett, blitzen. Tiefer, weiß ich nicht. Feuern. Feuern wir nochmal drauf. Und Cloud, du machst nochmal deinen Super Finisher und dann haben wir es wahrscheinlich. Nein, noch nicht. Noch nicht ganz. Na dann. Ich finde den Baseballschläger einfach toll. Ich finde es vor allem toll, dass der wirklich auch so Holz-Plopp-Geräusche beim Zuschlagen macht. Beste Waffe auf jeden Fall im Spiel. Wenn vielleicht auch nicht von den Werten her. Aber von allem anderen her. Das war gerade ein unnötiger Overkill. Yes! Barrett, schieß mich nicht vom Himmel. Nein, die sind wirkungslos. Also. Wir sind wirkungslos. Oder was auch immer. Barrett ist einfach cool. Ich finde echt, mit ihm spielen macht mir echt am meisten Spaß. Muss ich irgendwas machen, dass wir auf das Schild kommen, oder hört er von alleine auf? Na gut, okay, dann machen wir was. Dann versuchen wir es mal mit ein bisschen Blitz. Und ein bisschen Feuer. Und ein bisschen ganz stark draufhauen. Irgendwas wird schon funktionieren. Na also, ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Ich verliere leider immer nach jedem Kampf immer so ein bisschen die Orientierung. Zum Glück sind so Pünktchen auf der Karte, aber manchmal, wenn ich zu viel rumgelaufen bin. Boom. Jetzt glaube ich, hey, ich muss mal nachgucken, das fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die Open Beta für diesen Resident Evil Multiplayer, den neuen, startet jetzt, glaube ich, bald, ne? In ein paar Tagen ist es, glaube ich, soweit, da muss ich mal nochmal schauen nachher. Ich glaube, das Spiel wird furchtbar, also ich glaube, der Multiplayer, der wird total keinen Spaß machen, glaube ich. Es sieht zumindest echt nicht so aus. Aber ich bin gespannt. Ich schaue mir das gerne mal an. Ich weiß nicht, warum Capcom immer nur so halbherzige Multiplayer dran klatscht. Ich verstehe das wirklich nicht ganz. Weil ich denke mir, weiß ich nicht, wenn die so ein erfolgreiches Multiplayer-Spiel machen wollen, so ein Service-Spiel,
dann sollen die halt, weil ich meine, die meinen das ja offensichtlich nicht ernst mit dem, was die immer so machen. Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Das fühlt sich immer so ein bisschen an, als müssten die das so aus Pflichtgefühl machen oder als würden die sich so verpflichtet fühlen, so einen Multiplayer-Part dran zu klatschen. Aber im Endeffekt machen die es dann eben doch nicht richtig, sondern immer nur so pseudo. Das ist komisch, ob das so ein Aktionär-Ding ist, ob die das machen, um Aktionäre zufriedenzustellen, dass die sagen können, na guck, wir machen doch Multiplayer hier die ganze Zeit, was habt ihr denn? Es fühlt sich für mich an, als wollten die eigentlich gar nicht so einen Service-Multiplayer machen, aber irgendwie tun sie es dann doch immer so ein bisschen. Ich weiß es wirklich nicht. Weil theoretisch hätten die ja das Universum, die Charaktere und so weiter, das würde sich super anbieten, dass man da wirklich echte Service-Spiele draus macht. Von mir aus mit Lootbox oder Gacha-Mechaniken könnte man super machen. Nicht, dass ich das gut fände, aber es würde funktionieren. Ich glaube, die könnten da relativ leicht ein Spiel mit Potenzial machen, wenn die wollen. Aber wollen die anscheinend gar nicht so richtig. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich kletter mal immer tiefer, oder? Nee, warte mal. Da waren wir schon? Nein, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Einfach weiter. Irgendwo werden wir schon hinkommen. Von hinter der Tür. Ah, okay, gut. Ich meine, Revelations hat ja eben schon gezeigt, wie die es machen könnten bei Resident Evil. Das Konzept von dem Revelations Multiplayer. Ein bisschen aufgebläht, aufgebaut. Da würde super so ein Gacha-Mechanik-Spiel dazu passen, dass man Charaktere und Waffen aus Lootboxen zieht. Es wäre perfekt. Wenn die wollten, hätten die da schon ihr Service-Spiel, das die über Jahre hinweg mit Content versorgen können, das funktionieren würde. Und dann eben noch vielleicht auch so, ne, diesen Söldner-Modus, also Resident Evil 4 und 5 zum Beispiel, als optimalen Modus. Man kann alles Singleplayer spielen, aber auch ein 4-Spieler-Koop würde perfekt funktionieren. Okay, Behemoth, ich glaube, ich scanne dich mal. Analyse! Behemoth-Typ Zero. Eine modifizierte Version des Behemoths, die von Shinra-Forschern als Versuchsprojektobjekt gehalten wurde. Wiederholte Experimente haben dieses Monster immer wilder werden lassen. Andere Monster erzittern in Furcht, wenn sie sein Gebrüll hören. Okay, wirksam absolut gar nichts. Na dann, einfach draufhauen. Mit allem, was wir haben. Heilt allmählich TP, ach was. Okay, tiefer. Machen wir einfach mal ein bisschen Magie, so gut es geht. Barrett wird immer eine Zeitlupe durch die Gegend gefoppt gerade. Wo ist er denn? Hallo? Schnell einen Megatrank. Okay.
wirkungslos. Wahrscheinlich, weil das Feuer Schaden macht. Das könnte sein. Ne? Ah, Mensch. Ich zähle auf dich. Jetzt erst recht. Also kein Feuer, schätze ich mal. Meine Güte, Cloud, du stirbst. Sofort aufhören zu sterben, alle miteinander. Niemand stirbt hier. Nicht, wenn Barrett es verhindern kann. Dass ich bei dem Kampf gar nicht beschwören darf, wundert mich gerade. Uiuiui, Mensch, der ist schon ein bisschen hart. Ja, das glaube ich auch. Warum ist denn alles, was ich mache, wirkungslos? Aber nur manchmal. Ich verstehe die Regeln nicht ganz. Aber Schock, egal, draufhauen. Alle miteinander. Los geht's. Cloud, jetzt die Zeit gekommen. Warte mal, Tifa. Hast du auch schon? Nee, Tifa hat noch gar keine zwei Balkenfähigkeit. Aber das ist sowieso so. Metatron. Singleplayer ist halt einfach das gefragtere Format auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, wirklich so. Die Spielentwickler wollen immer Multiplayer haben, also vor allem die Publisher halt, weil da hat man soziale Strukturen. Da hat man dann Freunde und Leute, die man kennt und auch so ein bisschen Zwang, dass man online ist und dass man mit denen spielt, weil man kann ja den Clan nicht im Stich lassen und so. Und deswegen sind die da immer sehr bemüht, Multiplayer-Aspekte einzubauen. Aber die meisten Leute habe ich auch sehr stark das Gefühl, und es zeigt auch, finde ich, sehr stark, die zeigen auch die Zahlen und die Spielerstatistiken, wollen in Ruhe alleine spielen. Aber ich habe auch das Gefühl, immer mehr Spiele versuchen quasi jetzt mittlerweile Singleplayer anzubieten, aber quasi mit Multiplayer-Komponenten, mit Aspekten aus dem Multiplayer. Dass man trotzdem diesen sozialen Zwang hat, aber eben jeder trotzdem für sich spielen kann. Also ganz viele Spiele haben jetzt eben einfach so ganz simple Drop-in, Drop-out Multiplayer, dass jeder einfach mal einsteigen kann, aber auch einfach wieder gehen kann. Und man kann ungestört einfach weiterspielen im Singleplayer. Oder eben auch sowas wie Genshin Impact, was quasi wirklich ein Singleplayer-Spiel ist einfach. Nur halt mit Multiplayer-Aspekten. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Oh nein, was ist jetzt? Was macht er jetzt? Ich dachte, er ist quasi schon besiegt. Guckt euch die Energie an. Jetzt wird uns der Himmel auf den Kopf fallen. Nein! Schnell, ein Schrecken mit Ende. Los geht's. Also, naja. So, erledigt. Cool. Das hätten wir. Dann, glaube ich, gehen wir an die Oberfläche. Ja. Ne, selbst in MMOs. Nicht umsonst hat sich World of Warcraft über die Jahre hinweg immer mehr zum Singleplayer-Spiel entwickelt. Zum Spiel, das man auch allein spielen kann, auf jeden Fall.
So, geheime Medizin. Was viele Spiele auch mittlerweile machen, und das ist, finde ich, auch clever, dass die eben den Multiplayer ganz stark auf Koop konzentrieren und dass es nur Vorteile hat, Multiplayer zu spielen. Jeder kriegt seinen eigenen Loot, da muss man sich um nichts streiten. Das Spiel wird deswegen nicht schwerer oder sowas. Das Spiel sagt einfach nur so, hey, du kannst das voll Singleplayer spielen, kein Problem. Zu zweit ist es halt leichter. Musst du aber nicht. Ist nur optional. Und das ist, glaube ich, das ist eine gute Idee. So motiviert man Leute dazu, Multiplayer zu spielen. Man hat die gleiche Erfahrung wie im Singleplayer, nur leichter. Okay. Warte mal, geheime Medizin. Nein, will ich jetzt eigentlich noch nicht zurückkehren, weil ich jetzt eigentlich erst mit ihm reden will. Ihr habt das geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, eine Abrissbirne für... Ist das wieder eine Nahkampfwaffe? Ich hoffe nicht. Aber ich will, dass Barrett mein Fernkämpfer bleibt. Aber anschauen muss ich es mir natürlich schon. Das sieht sehr stark nach Nahkampf wieder aus. Schade, schade. Ich bin kein Fan davon, Barrett zum Nahkämpfer zu machen. Na dann. Tschüss. Irgendwie hat das Spiel hier eine komische... Ich weiß nicht genau. Ne, das will hier, also das zeichnet hier so ein Bild von einer großen Tragödie. Menschen haben ihre Geliebten verloren, ihre Existenzen, es ist echt kacke. Aber alle Stories und alle Dialoge sind dann irgendwie so happy und auch ein bisschen albern und mal ein bisschen doof. Ich weiß nicht genau, das ist komisch. Naja, die Schnellreise hätte ich mir, glaube ich, wirklich sparen können. Das dauert jetzt wahrscheinlich wirklich länger als zu Fuß gehen. Aber ist auch schon egal jetzt. Na gut, dann auf zur Villa Don Corleone oder wie auch immer der heißen mag. Und dann schauen wir mal, dass wir danach in die Kanalisation kommen. Dann haben wir das auch erledigt. Ach so, wartet mal. Ah, ich gehe nochmal schnell zurück. Gehen wir nochmal schnell in Sektor 5 zu dem Arzt, damit wir das auch schnell noch erledigt haben. Einsteigen! Okay, ich steige ja schon ein. Ist ja schon gut. Einsteigen! Und Schluss. Ich spiele jetzt gerade Outriders. Habe ich jetzt privat so ein bisschen gespielt. Das ist ja im Games Pass mit drin. Und da habe ich mir das angeguckt. Und ich hatte echt keine Erwartungen. Überhaupt nicht. Ich habe ehrlich gesagt bei meiner Erwartung eher so ein bisschen zynisch, so ein bisschen belächelnd. So von wegen so, ha, jetzt kommt Square Enix mit seinem 3-Spieler- Koop-Multiplayer Destiny-Klon und will hier irgendwie noch einen Kuchen, ein Stück vom Marktkuchen haben. Ja, ja, natürlich. Das ist bestimmt ein ganz tolles Spiel. Und dann habe ich so ein bisschen gespielt und muss jetzt echt sagen, das ist tatsächlich echt nett. Das ist jetzt nicht super. Ich würde das auf keinen Fall irgendwie empfehlen zum Vollpreis oder so. Aber wenn man zum Beispiel eben sowieso den Game Pass hat oder das so irgendwie bekommen kann, keine Ahnung, billiger, dann ist das tatsächlich ein sehr amüsantes, nettes Spiel. Ein toller Loot-Shooter. Schöne Deckungsshooter-Mechanik, das funktioniert sehr gut für mich, das macht echt Spaß. Das Looten ist befriedigend. Man kann ganz viele verschiedene Taktiken spielen, sich auf gewisse Fähigkeiten spezialisieren, ganz viele verschiedene Spielstile und so durchtesten. Das ist gut gemacht, haben die echt nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Outriders macht da echt einen guten Job. Und wie ich vorher schon angedeutet habe, man kann es komplett allein spielen und Multiplayer ist rein optional. Aber das Spiel hat schon ein paar Passagen, wo es echt knackig wird, finde ich. Da würde Multiplayer helfen, nur leider sind anscheinend die Server von dem Spiel, waren zu Beginn und sind es, glaube ich, immer noch super kaputt. Das heißt, für die meisten Spieler funktioniert Multiplayer überhaupt nicht, wenn man sich überhaupt für den Singleplayer einloggen kann.
Da hat es noch ein bisschen Probleme. Aber wenn man da mal spielen kann, funktioniert es auch super. Da, das Spiel selber ist nicht sehr verbuggt und macht auch Spaß. Fand ich schon ganz cool. Cloud, hast du die Zutaten alle bekommen? Vielen Dank, das sollte reichen. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Aber ich meine ernsthaft, du standst jetzt die ganze Zeit hier rum und hast nichts gemacht, oder? Wenigstens in Aerith Garden die Blumen hättest du pflücken können, während ich den Behemoth verprügel. Ich meine ja nur. Okay, dann auf zum Wallmarkt, wo wir jetzt dann die letzte Nebenquest noch haben. Oder eventuell versehentlich in die Hauptquest stolpern, aber dann ist es auch okay. Hallo, wohin soll's gehen? Wallmarkt-Eingang, bitte. Vorwärts! Ich kann mich hier gerade auf dem Wallmarkt immer gar nicht orientieren, aber auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Reines Glück. Sodala. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwie in die Kanalisation kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo und wie ich von hier aus dann wieder in die Kanalisation kommen soll. Aber wir werden uns mal umschauen. Niemand hier. Ein Schatz. Na dann, hier ist es so ruhig. Eventuell zu ruhig. Wer weiß. Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, da geht's zur Hauptquest, ne? Dann schaue ich mich erstmal noch woanders um. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, aha, Treppe nach unten, Kellergeschoss, interessant. Aber dadurch, dass hier ein Schatz steht, frage ich mich, ob es hier überhaupt weitergeht. Ich brauche Hilfe. Moment mal. Hey! Hallo? Ich kann leider die Tür nicht öffnen, Person, die da Hilfe braucht. Ich brauche Hilfe. Ja. Hey! Hilfe kann ich leider gerade nicht anbieten. Hilfe ist aus. Muss ich nachbestellen anscheinend. Vielleicht später. Ah.
Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Hä? Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Was für ein Zufall, ich auch. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay, helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Ich glaube, ich muss jetzt sowieso da runter. Es bleibt mir eh keine andere Wahl. Sonst können wir auch die Nebenquest gar nicht fortführen. Insofern würde ich sagen, sind wir bereit. Aber willst du wirklich mit kurzen Hosen in die Kanalisation? Ich meine, du hast hohe Stiefel immerhin an, ne? Ja, haben wir alle. Na dann los. Seid ihr soweit? Los geht's. Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Das ist doch das Loch, in das wir geworfen wurden. Warum? Ach so, warte mal, da war Barrett gar nicht dabei, ne? Der kennt das noch nicht. Ja, okay, ich nehm's schon zurück. Das macht Sinn, dass er Fragen hat. Das stimmt. Ah. Kanalisation. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Aber Barrett, einen Sieb durchlöchert man nicht. Der hat schon Löcher. Deine Metapher macht überhaupt keinen Sinn. Du durchlöcherst ihn, dass er danach aussieht wie ein Sieb. Aber wie ein Sieb durchlöchern? Weiß ich jetzt nicht. Das finde ich fragwürdig, ob man das so stehen lassen kann. Aber zum Glück ist keinem aufgefallen. Lassen wir es einfach gut sein. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand.
Okay, der Durchgang ist leider versperrt. Wir müssen wieder umdrehen. Keine Chance. Hey, wie kommen wir denn hier ernsthaft weiter? Wo sollen wir denn wirklich lang? Hier geht's wirklich nicht durch. Obwohl es sogar auf der Map eingezeichnet wird. Naja, dann würde ich sagen, wir sind Game Over. Wir kommen leider nicht weiter. Wir sitzen hier fest. Klettern wir die Leiter wieder hoch. Und leben unser Leben in Sektor 7 oder so. Hat eh keinen Sinn mehr. Nee, warte mal, Sektor 7 gibt es nicht mehr. In Sektor 5 oder so. Ende. Ha, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Wo geht's denn dann wirklich weiter? Ach so, ich kann hier hochlaufen. Ah, okay. Na dann. Da muss ich mal kurz auf die Karte gucken, weil die Schatzkammer dürfte uns doch eventuell angezeigt werden, oder? Oder auch nicht. Hm, komisch. Naja. Werden wir schon wieder drüber stolpern, hoffe ich. Das war keine Sekunde. Die Hero Turtles. Ich find's immer wieder so lustig und so absurd, dass die im Deutschen Super Mutant Hero Turtles hießen, bei Ninja ein zu negatives Wort war. Das konnte man deutschen Jugendlichen und Kindern nicht zumuten, dass die Ninja Turtles heißen. Wo kommen wir denn da hin? Sodom und Gomorra. Nein, nein, das sind die Hero Turtles natürlich. Ach ja. Na, ist das Teamwork oder was? Teamwork ist Dreamwork. Glaub schon. Ach ja, warum nicht? Chillen wir mal kurz auf der Bank. Energy Drink Potion Bank. Sowas finde ich auch immer echt doof und hat, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert, weil im Chat gerade über Devil May Cry und so geredet wird. Dass man irgendeine IP nimmt und komplett umschreibt und komplett verändert. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das bei Serien nicht. Ich verstehe das bei Videospielen nicht. Wenn du was Eigenes machen willst, mach was Eigenes. Das ist ja voll cool. Und wenn du eine Franchise fortführen willst, dann führe eine Franchise fort. Das ist auch voll cool. Aber nimm nicht den Namen von der Franchise und mach dann was Eigenes. Das funktioniert nie. Nie. Ich meine, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass sich das dann besser verkauft wegen dem Namen. Aber mit dem Namen sind halt auch Erwartungen verbunden. Also was ist das für eine dämliche Idee? Überhaupt. Come on, also wirklich. Oder manchmal fragt man sich wirklich, was in so Köpfen von PR-Menschen so vorgeht. Aber ich bin mir sicher, dass sich dann eventuell sogar das Spiel, das eben diesen Markennamen trägt, besser verkauft. Also ich glaube, das funktioniert sogar, dass das ein einmaliger, größerer Erfolg wird. Aber danach kannst du die Marke halt wegschmeißen, weil keiner mehr Vertrauen drin hat. Gewitter!
Das funktioniert wirklich nur in sehr wenigen Ausnahmefällen, wenn das abgelieferte Endprodukt dann wirklich absolut genial ist. Das muss aber dann schon alle Erwartungen übertreffen und richtig, richtig gut sein. So dass auch die Hardcore-Fans sagen, ja, okay, es ist zwar anders, aber so gut, dass ich es akzeptieren kann, dass es anders ist. Und das funktioniert halt nur in den seltensten Fällen. Aber nur so kann das, wenn überhaupt, funktionieren. Okay. Wer ist geschockt? Die Karte ist geschockt und dann wird die Karte erstmal. Sich ausgekrabbelt. Weiter geht's. Schade. Bin ich hier noch richtig oder laufe ich zurück? Moment, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Karte ist auch ein bisschen unübersichtlich. Wo komme ich denn bitte gerade her? Das, wo ich herkomme, wird hier gar nicht mehr eingezeichnet. Wie sehe ich denn das überhaupt? Gehen wir nochmal zurück. Ach so, da muss ich hin. Okay, gut, dann... Ja, dann gehen wir weiter. Gab, glaube ich, jetzt eh keinen anderen Weg oder eine andere Abzweigung. Resident Evil 4 ist da so ein Beispiel. Das ist vom Kern der ursprünglichen Resident Evil Marke von der Formel abgewichen. Und sowas kann eben sehr schnell, sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Aber da war einfach das fertige, abgelieferte Produkt am Ende so geil, dass die meisten eigentlich relativ einstimmig gesagt haben, okay, das ist nicht das, was ich vielleicht erwartet habe oder nicht das, was ich mit Resident Evil verbinde. Aber wenn das neue Resident Evil ist, dann habe ich nichts dagegen. Das ist cool. Ich glaube, ich habe das sonst drin gehalten. Oder? Nee, passt schon. Aber auch das war gewagt, ne? Und bei Devil May Cry eben, weil wir gerade beim Thema waren, oder ihr zumindest, da hätte das sehr schnell eine negative Abzweigung werden können, Resident Evil. Weil, wie ihr bestimmt wisst, hätte ja das erste Devil May Cry ursprünglich Resident Evil 4 werden sollen. Zum Glück hat sich Tinte McCarthy da dann wirklich durchgesetzt und hat gesagt, okay gut, das ist zwar ein total cooles Spiel, was wir da haben, aber es ist kein Resident Evil. Da müssen wir eine neue Franchise bitte draus machen, sonst kriegen wir Probleme. Und zum Glück hat Capcom gesagt, ja passt, mach eine neue Franchise draus. Keine große Sache. Weil wenn Devil May Cry 1 als Resident Evil 4 erschienen wären, worden wäre, hätte worden sein, ne, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Resident Evil tot gewesen wäre und Devil May Cry nie entstanden wäre, logischerweise. Und diese ganze... Na, dieses ganze Spielsystem, dieses ganze Spielprinzip im Grunde sofort gestorben wäre.
Weil das hätte sich dann doch zu sehr, glaube ich, vom Kern entfernt. Und ich glaube, damit wären sehr viele echt nicht mehr glücklich gewesen. Ich glaube, das wäre sehr problematisch gewesen. Ich glaube, das wäre super nach hinten losgegangen. Weil Devil May Cry doch ein sehr schnelles Actionspiel ist und vom Gameplay her sehr stark von Resident Evil abweicht. Und ich glaube, da hätte man die Resident Evil-Fangemeinde wirklich verschreckt. Und neue Spieler, für die das vielleicht eher was gewesen wäre, hätte man nicht darauf aufmerksam gemacht. Räumen wir auf! Mit der alten Resident Evil. Aber wer weiß. Aber ich glaube, das wäre noch. Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Untergrund. Ist eigentlich schon auch nicht schlecht, ne? Wenn man so Shinji Mikami ist und irgendwie von sich behaupten kann, hier, ich habe zwei Genres in einem Atemzug erfunden, mehr oder weniger. Mit Devil May Cry und Resident Evil. Gut, okay, Resident Evil, ne? Ist natürlich im Grunde nur ein Abklatsch von Alone in the Dark gewesen. Aber hatte halt die bessere PR. Hat es halt besser geschafft, eben auch dieses Survival-Horror als Survival-Horror zu etablieren und zu benennen. Kann man schon sagen, dass das den Genre-Begriff zumindest popularisiert und begründet hat. Aber eben natürlich nicht die Spielmechanik. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anja mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Macht es. Keine Kraft. Die Krabben sind aber sehr schnell schockiert. Wahrscheinlich empfindlich gegen physikalische Angriffe oder so. Autsch. Dann sterb hier gleich. Danke fürs Heilen. Gute Nacht. Das steht immer noch im Gift, oder? Warum hört das nicht auf, giftig zu sein? Jetzt gebe ich alles! Ende. Ich lese am Rand immer nur Barrett ist eine Stufe aufgestiegen. Ich lese nie die Namen von den anderen. Steigt nur Barrett auf? Ich glaube, ich lese es nur einfach bei den anderen nicht. Aber wer weiß. Muss ich mit dir interagieren oder soll ich durch die Tür gehen? Warte. Hat der gerade zu mir gesagt? Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Weil er uns jetzt in eine Falle lockt.
Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Na gut, von mir aus. Für was steht denn, GOW Metatron? Ich weiß nicht. Aber das mit dem neuen Genre begründen ist immer lustig, wenn man da teilweise in so alten, auf vielen alten Videospielmagazinen oder alten Websites Artikeln zu Spielen liest, die in heutiger Sicht ganz klar die Gründe eines neuen Genres sind, können die halt damals oft überhaupt nicht zugeordnet werden. Und werden dann teilweise in Kategorien oder Subkategorien gesteckt, wo man heute so sagt, so, what? Inwiefern passt das Spiel denn bitte da rein? Aber damals gab es halt einfach noch keinen Begriff dafür, noch keine Kategorie dafür. Und dann hat man das nächstbeste genommen, was teilweise halt auf witzige, aus heutiger Sicht witzige Art und Weise so gar nicht mehr passt teilweise. Jawohl, Battletoad gegen Turtle. Der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Ach, God of War. Aber God of War ist doch Devil May Cry viel älter als God of War. Ich hab die ganze Zeit an Gears of War gedacht und hab mir gedacht, hä? Wo ist denn da bitte die Verbindung? Das erste Devil May Cry war noch ein Adventure in den Zeitschriften. Ja, genau, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das hat durchaus Adventure-Elemente, ne? Insofern, aber eben, aus heutiger Sicht sagt man so, naja, gut. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid Moment mal, gehe ich hier richtig? Sollte ich erst den anderen Weg gehen? Ich sollte erst den anderen Weg gehen, weil der andere Weg ist eine Sackgasse. Ich fusioniere mal mit den anderen und morph doch die durch. Ein optionaler Schatz. So, es wurden dann... Kann das sein, dass zu... Wahrscheinlich zu der Zeit, wo dann die Castlevania-Spiele oder auch Asuras Wrath oder sowas rauskam, war God of War wahrscheinlich einfach gerade populärer als die Devil May Cry-Franchise. Deswegen hat man wahrscheinlich das zum Vergleich benutzt, dann, weil das mehr Leute kennen. Aber es ist natürlich komisch, dass man das nicht als... Ne, dass man das nicht auf Devil May Cry bezieht, sondern auf God of War. Naja. Aber man muss die Leser halt da abholen, wo sie sind. Jetzt hat Cloud eine neue Stufe erreicht. Diesmal habe ich es gelesen. Na dann. Ich bin das
Ich meine, es gab auch eine Zeit, da hätte man eher gesagt, Uncharted ist sowas ähnliches wie Tomb Raider. Und heute würde man eher sagen, Tomb Raider ist sowas ähnliches wie Uncharted. Hängt halt immer davon ab, was mehr in den Köpfen der Leute ist. Was eher populärer gerade ist. Ich wurde blubberfiziert. Mein Gott, man schläft aber schon lange in der Stiel. Was? Hey, warte mal, ich habe den noch gar nicht analysiert, ne? Nur kein Übermut. Der, das Akku-Junges. Oh oh, dann treffen wir vielleicht bald noch einen Groß-Akku. Kann ich mir vorstellen. Ein Junges von Arco Don Corneus, geliebtem Haustier. Gemeinsam mit seinem Geschwister greift es alle Lebewesen an, die in der Kanalisation landen. Ja, weiter so. Du auch, Claude. Schön, dass er hier auf uns gewartet hat. Das ist nett von ihm. Volle Konzentration. Autsch. Mann, irgendwer macht hier gerade echt viel Schaden, ne? Ich muss nach dem Kampf mal alle, glaube ich, gründlich durchheilen. Haben wir mal eine Runde Vita. Ah, wahrscheinlich kann ich als Frosch leider... Nee, aber ich habe einen Froschtritt als Fähigkeit. Nice. Das ist ja cool. Leider ist es hier so dunkel, ne? Man sieht kaum, aber Froschsein ist ziemlich cool. Muss ich schon sagen. So, nochmal ein Heilzauber für Tifa und dann sind ihr alle wieder einigermaßen fit. Naja, mehr oder weniger. Da. Ja, so weit würde ich auch nicht gehen, dass Lords of Shadows ein Shadow of the Colossus-Klon war, aber es hat sich dieses, ja, auf dem Bossen rumklettern so ein bisschen inspiriert. Abgeguckt, könnte man auch sagen. Das war für mich ein dunkles Kapitel der Castlevania-Zeit. Zum Glück ist das wieder vorbei. Ich habe Castlevania echt über Jahrzehnte hinweg, zumindest ein Jahrzehnt oder so, echt geliebt. Das war eine super Reihe. Jeder Teil, es wurde immer besser und besser. Und dann kam plötzlich diese Devil May Cry-Klone. What the fuck? Ich weiß schon, viele mochten die auch. Das kann auch sein, dass das gute Spiele waren. Aber es waren keine Castlevania-Spiele. Ich habe sie gehasst. Und zum Glück waren die scheinbar auch nicht super erfolgreich. Also, ich finde, zum Glück. Wobei ich gar nicht weiß, danach ist von Castlevania auch nichts Großartiges mehr gekommen, ne? Da hat ihr dann... wie heißt er jetzt, der Castlevania-Entwickler? Mir fällt der Name nicht ein. Hat ja dann seine eigene Franchise, sein eigenes Entwicklungsstudio gemacht und hat jetzt da quasi ein Castlevania ohne Lizenz gemacht. Das ist wieder sehr gut. Das ist
ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Bloodstained. Genau. Ritual of the Night. Bloodstained. Das ist ein gutes Castlevania. Aber ja, da ist Castlevania so ein bisschen gestorben. Die Videospiel-Franchise. Mit den Devil May Cry-Klonen. Ja, nee, ne? Das mit zum Glück muss ich zurücknehmen, weil die hat sich ja auch nicht wieder irgendwie auf die alten Werte besinnt oder irgendwie sowas. Insofern, was heißt zum Glück? Dann hätte sie lieber als Devil May Cry-Klon weiter existieren sollen, meinetwegen für die Leute, die es mögen, anstatt dass sie ganz verschwendet. Das nehme ich zurück. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Ja, ich meine, das stimmt, ne? Konami ist ein schwieriges Kapitel für sich. Ob sich die nochmal erholen? Im Grunde war Kojima das Letzte, was die hatten. Wenn wir ganz ehrlich sind, abgesehen von Lizenzen, von Namen, mit denen sie aber auch nichts anfangen, hatten die Kojima und das war's dann auch schon. So ging's eigentlich schon über Jahre hinweg. Und jetzt ist der auch noch weg. Lass das nicht entwischen. Und jetzt hat Konami halt einfach gar nichts mehr. Aber die machen auch nichts mehr, die versuchen auch gar nichts mehr. Die haben irgendwann mal gesagt, die konzentrieren sich auf den Mobile-Markt. Vielleicht haben sie das gemacht. Das kriege ich nicht so mit, was auf dem Mobile-Markt passiert. Vielleicht verdienen die sogar Geld auf dem Mobile-Markt. Ich weiß es nicht, aber ich wüsste nicht mit was. Keine Ahnung. Ach, Yu-Gi-Oh! Naja, immerhin. Na super, jetzt habe ich hier die Tür zu der letzten Schatzkammer geöffnet, aber hier ist jetzt alles überschwemmt. Ich muss irgendwie das Wasser abpumpen und dann nochmal hierher kommen. Ich hoffe, das kann ich machen. Also ich muss dann gleich... Okay, mal schauen. Mir hat gerade meine Schwester geschrieben, dass ich in Genshin Impact einen Part für sie spielen muss, weil sie schafft's nicht. Machen wir nach dem Stream. Das ist schon ein cooles Feature. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meiner langen Zeit als PlayStation-Besitzer SharePlay benutzt. Und abgesehen davon, dass das aus irgendeinem Grund eine einstündige Limitation, also ein Limit von einer Stunde hat und dann müssen wir es neu starten, was ich sehr weird und echt nervig finde, ist das ein ganz nettes Feature. Weil, falls ihr das nicht kennt, funktioniert das im Grunde so, dass einer spielt und andere können online zugucken. Also halt quasi so ein kleiner Privatstream. Aber es funktioniert eben auch, dass man die Kontrolle über das Spiel abgibt. Also man kann quasi jemanden anderen, der über Stream zuguckt, die Kontrolle über das Spiel übergeben. Das ist irgendwie schon nett. Gerade für so Couch-Koop, ohne dass man im gleichen Raum ist. Oder was heißt Couch-Koop? Stimmt nicht, aber so Backseat-Gaming, ohne dass man im gleichen Raum ist. Ist das eigentlich ein Ja. Leider funktioniert das nicht zwischen PS5 und PS4. Zum Glück komme ich nach der alten PS4 im Wohnzimmer hin. Weil das wäre doof sonst. Sonst könnten wir das gar nicht nutzen. Mensch, die comboen mich hier ganz schön wieder. Aber hey, heilen funktioniert. Automatisch heilen ist gut. Nein, nicht ausweichen. Ich hasse es, dass das geht. Wirklich.
Ich hasse es, dass das geht. Ich habe einerseits keine Kontrolle über den Charakter, wenn er seinen Spezialmove macht. Es dauert eine Viertelstunde, bis er ihn endlich mal tatsächlich ausführt. Und in der Zeit hüpfen die Gegner durch die Gegend wie Gummibälle. Was soll das? Was soll das? Ich finde das nicht sehr gut. Nicht sehr elegant gelöst. Da könnten die Special Moves wenigstens ein bisschen Magnetenkraft haben. Dass der Charakter wenigstens versucht, dahin zu hauen, wo die Gegner sind und nicht wo sie waren, als ich den Special Move aktiviert habe. Ich meine, wenn ich einen halben Meter von dem Gegner, oder was heißt einen halben Meter, aber 2 Meter von dem Gegner entfernt stehe, dann kann man sagen, okay, bin ich selber schuld. Aber wenn sich der Gegner bewegt, weißt du, während ich den Move schon ausgewählt habe, dann nervt es einfach nur. Das müsste nicht sein. Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Leslie, du hast mich vergessen. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Ja, aber warte mal, Leslie. Warte mal, das geht so nicht. Das geht so nicht. Da hinten ist die Schatzkammer. Das ist eine Sidequest. Wir müssen irgendwie das Wasser ablassen. Oder heißt die Abkürzung, dass wir jetzt einmal im Kreis gehen oder so? Ich hab jetzt echt, weil wir müssen hier irgendwie das... Ich muss zu der Schatzkammer, Mensch. Ich gehe nochmal zurück, vorsichtshalber, bevor wir weitergehen. Ich will wenigstens alles versucht haben, bevor wir weitergehen. Ich finde das bei dem Spiel echt komisch. Das habe ich mir jetzt schon öfter gedacht, dass wir mit Cloud, zumindest jetzt hier in diesem Teil vom Remake, einen Helden ohne Eigenmotivation haben. Irgendwie. Irgendwie haben wir hier einen Videospielhelden, der keinen Antrieb hat, keinen Grund. Der macht das alles irgendwie immer nur, weil er so reinstolpert. Der wird irgendwie mitgezogen von den anderen Figuren, die engagieren ihn, die helfen ihm, die sagen ihm, was er tun soll. Und er macht's. Aber warum eigentlich? Cloud hat irgendwie gar keinen Grund, irgendwas zu machen. Aktuell. Was will der eigentlich? Man weiß es nicht. Am Anfang ist er noch so voll anti. Und später ist er dann so, ja, weiß ich auch nicht. Immer noch anti, aber nicht mehr ganz so anti. Man weiß es nicht. Moment will er Aeris retten. Ja, okay, das stimmt. Da ist er jetzt so. Aber auch da ist er ja im Grunde nur reingestolpert. Na, warte, Corneo. Wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Wenn wir nicht alle Corneo haben. Verstanden.
Jeder kriegt ein bisschen Corneo. Ach, sag bloß, hier ist das Kontrollpunkt für das Wasser. Ja! Da. Ich komm gleich. Gleich holen wir uns Corneo. Jetzt gehen wir nochmal schnell zurück. Aber auch im Original hat er bis zum Ende keine richtige Motivation. Ja, das glaube ich eh. Es ist mir nur so aufgefallen. Normalerweise hat man Helden in Videospielen halt so einen Helden, der... Da gibt es eine Intro-Sequenz und dann will der Rache oder will jemanden retten oder will... Ne, der hat so dieses Ziel von Anfang an. Das ist so typisch Videospiel eigentlich. Aber ich meine auch Film, typisch Erzählung. Der Held hat ein Ziel. Und das ist hier eigentlich nicht so. Die meiste Zeit. Meine Güte, also diese Froschwesen hauen schon rein, wenn die wollen. Ich hoffe einfach, ich verlasse mich mal drauf, dass unsere NPC-Freunde automatisch heilen. Unseren Cloud. Wird schon gut gehen, oder? Bestimmt. Oh, wir sind tot. Ja, das hat ja gut funktioniert. Barrett, ich bin enttäuscht von dir. Du bist hier unser Healer-Mensch. Froschtritt, Attacke! Oh, der Gegner voll in die Frosch. Tifa? Limit! Attacke! Los geht's! Das war nicht gerade eine Glanzleistung. Stimmt, ich wollte ja eigentlich schon vorher mal alle heilen. Da können wir nämlich unsere Heiltränke, auch wenn es ein bisschen lästig ist und ein bisschen lang dauert, werden wir so wenigstens unsere Heiltränke los. Weil anders müllen die mir das Inventar zu. Nicht, dass es eine Begrenzung gäbe. Also nicht, dass ich wüsste. Aber trotzdem. Machen wir schnell eine lange Heilrunde. Wenn der Cursor sich wenigstens merken würde, wo ich war beim letzten Mal. Das sind so kleine Quality-of-Life-Sachen. Oder dass es einen Knopf geben würde, wo es einfach heißt, hier nimm immer die schwächsten Heiltränke, die ich habe und heil das ganze Team damit. So Kleinigkeiten. Haben doch andere Spieler auch schon seit einem Jahrzehnt oder so. Warum kannst du das nicht? Gerade JRPGs, aber auch so westliche Action-RPGs haben solche Funktionen oft. Naja, whatever, ich werde es überleben. So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber na, so Kleinigkeiten oft. Der Froschring. Kann ich mit dem Froschring immer ein Frosch sein? Ich glaube, das will ich gar nicht. Aber lustig wär's. Wahrscheinlich schützt er eher vor Froschwerden. Ich könnte hier echt mal... Ich glaube, ich habe mittlerweile viel bessere Ausrüstungsgegenstände, oder? Hier der Steinreif, den wir ausgerüstet haben für Barrett zum Beispiel, ist echt nicht gut. Was hat ein Cloud? Cloud dürfte C sein, oder? Ah ja, hier. 5-5. Naja, weil jetzt auch nicht. Ich glaube, da haben wir sehr viel bessere Sachen, die ich echt mal benutzen sollte. Okay, ich wollte... Der Froschring. Naja, von diesem Ring fühlt man sich wie ein Frosch vor der Schlange. Ja, tatsächlich. Versetzt während Kämpfen automatisch in den Zustand Frosch. Das ist schon sehr gut.
Davon habe ich sogar zwei. Da könnte man ein ganzes Froschteam. Frosch Run! Okay, ich habe. Das ist. Ich muss sofort. Das ist eine neue Kategorie. Ich muss. Nach dem Stream gehe ich sofort auf Speedrun. Speed Devils Archive oder so. Und melde da meine neue Kategorie an. Die heißt, dass man Final Fantasy VII so schnell wie möglich durchspielt. Und man muss so bald wie möglich alle Charaktere in Frösche verwandeln. Muss man mal googeln, wo man die Froschringe herkriegt. Und dann quasi die Protagonisten, die Aktiven. Und dann als Frosch das Spiel so schnell es geht durchspielen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist eine gute Kategorie, finde ich. Das wäre echt witzig. Naja, weiter geht's. Ohne Froschring heute. Der Frosch Frog Run. Damit war die Suche nach Cornelius Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Male. Devil's Archive. Quatsch. Was? Ich wollte sagen. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich verwirrt, weil ich mir gerade denke, ob ich jetzt die Hauptquest weitermachen darf. Wahrscheinlich schon, oder? Ich muss jetzt nicht wieder aus der Kanalisation rauslaufen, um Male das zu geben. Das wäre doof. Nee, das glaube ich nicht. Machen wir die Hauptquest weiter. Aber was ich sagen wollte ist, Any Percent Frog Run nenne ich das. New Game Plus kann man das machen. Ah, das ist eine gute Information. Dann der New Game Plus Any Percent Frog Run. Sehr gut. Ach so, hier waren wir schon. Jetzt sind wir einmal im Kreis. Ich verstehe. Da wurde uns der Schlüssel geklaut. Okay, wartet mal. Da ist ein seltsamer kleiner... Aha, von innen verschlossen. Seltsamer kleiner Durchgang. Na toll. Für was habe ich eigentlich jetzt die ganzen Heiltränke benutzt, wenn jetzt hier eine Bank ist? Naja, weiß man ja immer nicht vorher. Ich meine, es ist nicht wirklich schade um die Heiltränke. Wir haben genug. Es ist nur schade um die Minute oder so, die ich da mit Heiltränken verschwendet habe. Okay, ich bin bereit. Wir sind bereit. Los geht's. Darf ich mal, bitte? Oder machst du das? Ach so. Ob der Typ da drinnen alleine klarkommt? Ich finde, ich habe kurz genug gewartet. Ah, hier ist noch eine Bank. Okay. Bosskampf oder wie? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, hi? Du kommst allein? Ja. Oh, hi? Und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belger zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Ist der so ein schlechter Schütze oder warum genau geht der mit seiner Pistole in den Nahkampf? Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen.
Sie wollten die Platte runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 den Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Weihmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Mit dem Baseballschläger sind so Sequenzen noch viel besser. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Ohi, Pech für euch. Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Na dann, Marcolinchen, guten Appetit. Verdammt. Ach, das ist der Große. Das Muttertier, Elterntier von den Kleinen. Ah ja, jetzt erkenne ich auch die Ähnlichkeit. Nur, dass die Kleinen die Hörner eher auf dem Kopf haben, oder? Naja, da ist das Übergang fließend. Zum Nacken, das stimmt. Ging das jetzt ernsthaft daneben? Oh Gott, das nervt mich wirklich. Okay Leute, jetzt will ich hier Magie sehen. Blitzra. Feuerra. Und damit wir ein bisschen Abwechslung haben, Aeroga. Auch wenn das, glaube ich, nicht viel Sinn macht. Aber was soll's. Oh, jetzt läuft er auch noch weg. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so. Direkt. Pull ihn runter. Von da oben. Schieß ihn weg. Wasser. Was genau hat das jetzt gemacht? Dass er so ein bisschen Wasser reingespült hat? Komisch irgendwie. Noch nicht ganz gut. Okay. Nein, Cloud, nicht auf den gehen. Wo ist er denn, der Große? So, jetzt machen wir hier nämlich unseren Limit auf den Atomisator. Jetzt gebe ich alles. Oh Gott, das ist ja voll tragisch. Ich finde das furchtbar. Wer sind hier die Bösewichte? Fragt man sich. Und die Antwort ist wir. Der Akku kann nun wirklich nichts dafür. Darf ich auf einmal beschwören? Komisch, warum denn jetzt? Zu spät?
Barrett. Dann machen wir hier nochmal Feuer. Hey Basti, danke fürs Abonnieren. Und hallo. Jetzt bin ich aus. Wirklich komisch, dass ich jetzt noch die Beschwörungsleiste kriege. Der Kampf eigentlich schon fast vorbei ist, ne? Bin gespannt, ob da noch eine letzte Runde kommt oder so, eine heimliche. Ich meine, ich beschwöre schon noch von mir aus den Schokomoppel. Den kann man immer brauchen, aber... Hm. Zeit zu kämpfen. Aber eigentlich ist es jetzt schon vorbei, befürchte ich. Schokomoppel, hol dir noch den Der hätte sich gleich noch den Mafiosi-Boss holen können, damit der nicht wieder... Hier, ein Schokomoppel kann man nicht so leicht hinters Licht führen, wie unsere einfältigen Protagonisten anscheinend. Die er jetzt schon zweimal hinters Licht führen konnte mit seinem Bullshit. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Oh. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Na gut. Zurück nach oben klettern. Los geht's. Ich finde, dafür, dass ich das auf der PS5 spiele, sind die Ladezeiten echt lang. Ich meine, das Spiel ist noch nicht optimiert für die PS5, das kommt erst noch. Aber normalerweise sind die Ladezeiten auch ohne Optimierung bei den Spielen teilweise echt irrsinnig stark verkürzt. Bei ein paar Spielen sind das wirklich Unterschiede von, na, wahrscheinlich fast einer Minute, glaube ich wirklich. Aber hier, ich will gar nicht wissen, wie lange die Ladezeiten auf der PS4 sind. Vielleicht sind die ja stark verkürzt. Das kann ja sein. Kommt mir aber schon sehr lang vor für PS5-Verhältnisse. Ah, meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Ah ja, jetzt kriegen wir nochmal die Warnung des Spiels. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden.
Verstehe. Dann viel Glück. Und viel Segen auf all euren Wegen. Was ist denn in dem Sack? Ich will wissen, was der in dem Sack hat. Wahrscheinlich Kartoffeln. Was würde man sonst in so einem Sack in irgendeinem Keller lagern? Gehen wir. Müssen ihm echt wichtig sein, die Kartoffeln. Wahrscheinlich seine Lieblingskartoffeln. So, na gut, okay. Ich wollte jetzt eigentlich jetzt schon aufhören und Witcher spielen, noch die restlichen 3 Stunden, die wir heute noch vor uns haben. Aber zu Male zurückkehren. Genau, das wollte ich noch machen heute. Ich wollte hier noch alles abschließen, bevor wir... Perfekt, okay. Das Spiel hat meine Gedanken gelesen. Moment mal, zu Male zurückkehren? Wirklich? Ich dachte, okay, ich rede mal mit Male. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 müssen wir gar nicht mehr zum Racheengel. Na gut. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh, das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Der NPC da hinten mit seinem Stein immer noch. Die NPCs in dem Spiel sind überhaupt irgendwie so nutzlose Statisten. Der hebt seit, weiß ich nicht, 20 Stunden diesen einen Stein und es hat noch nie Sinn gemacht, wie er und was er da hebt. Und der andere, der die Wand bepinselt hat, stundenlang ohne dass Farbe an die Wand kommt. Das ist sehr retro irgendwie, sehr klassisch, wie diese NPCs funktionieren. Na schön, aber dann haben wir jetzt alle Nebenquests abgeschlossen. Dann können wir jetzt im Grunde speichern. Und für heute mit Final Fantasy XV aufhören. Ich verabschiede mich schon mal von allen, die jetzt auf YouTube diese Folge, diese extra lange Aufzeichnung geguckt haben. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Und die nächste Folge Final Fantasy kommt bestimmt. Ciao, macht's gut.